ist ja doch recht abstrakt gehalten. Und es sieht ja auch immer eine Ausgleichszahlung vor, eine Abgeltung dieses Rechtes auf Vergütung, auf Vervielfältigung zu Unterrichtszwecken, wie es ursprünglich auch auf dem Schulbuchbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vorgesehen war, so wie ich das da rausgelesen habe. Jetzt die Frage für mich, weicht er, deckt er das ab? Und wenn ja, warum lassen wir ihn auslaufen? Warum ist er zeitlich befristet? Vielleicht mal die Runde. Darf ich dazu? Bei der Frage, deckt er das ab, ist ja die Frage, was deckt er ab im Endeffekt? Und das ist ja auch so ein bisschen das, was eben schon mal hier anklang. Wir haben ja nicht eine Strafbarkeit für alles, was irgendwie darin besteht, dass man in irgendeinem Werk seine Notizen anbringt oder irgendwas ändert. Jeder Fall liegt natürlich so ein bisschen unterschiedlich und das ist auch begründet. Wir haben einmal freie Materialien, die gibt es ja jetzt auch schon, und zwar en masse. Das werden die meisten von Ihnen bestätigen können. Viele haben sich damit ja auch schon beschäftigt. Wenn ich diese freien Materialien habe, dann kann ich die natürlich ganz normal unter den bestehenden Open Commons Lizenzen, kann ich die ja nutzen. Ja, so wie es dann jeweils vorgesehen ist. Das heißt, ich kann in gewissem Maße ändern, ich kann mit den Änderungen wieder weiterverbreiten. Ich habe dann eigene Materialien, wenn wir jetzt im Bildungsbereich sind, von den Lehrkräften. Ja. Viele Lehrer machen sich Arbeitsblätter, machen Präsentationen und sonstige Sachen. Mit diesen Sachen können die auch machen, was sie wollen. Ja. Das ist Urheberrecht hin oder her. Das Urheberrecht liegt dann bei Ihnen und insofern können Sie völlig frei darüber entscheiden, ob Sie das Ihren Kollegen zur Verfügung stellen, ob Sie das für die nächste Klasse abändern, ob Sie das für irgendwelche Fälle abändern, wo vielleicht ein Sonderbedarf besteht. Wir haben dann Materialien, die werden gerade für diese Bereiche lizenziert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel von Verlagen Whiteboard-Materialien oder sowas erwerben, die werden ja zur Verfügung gestellt, die kann ich ja kaufen, dann ist natürlich eine Whiteboard-Nutzung, eine Digitalnutzung in der Lizenz gleich mit drin, da das Whiteboard ja gerade vorsieht, dass ich natürlich mit diesen Sachen arbeite, sind natürlich auch mit lizenziert, das heißt gestattet, die Änderungen, die ich im Rahmen eines Whiteboards und einer Whiteboard-Nutzung üblicherweise vornehme. Ja? Also das sind alles Bereiche, in denen weder eine Strafbarkeit droht, noch ein Schadensersatzanspruch droht, noch irgendwie sonstige Ungemach. Und dann haben wir Fälle, in denen das alles nicht der Fall ist. Das sind ganz normale Veröffentlichungen für irgendwelche anderen Zwecke, Zeitungen, sonstige Materialien. Da haben wir dann die Ausnahme des von Ihnen eben angesprochenen 52a. Das heißt, kleine Teile dieser Werke darf ich auf dem Schulserver ablegen und für den Unterricht benutzen. Da gibt es bestimmte Restriktionen da drin, das heißt, ich muss Passwort geschützt und für bestimmte Zwecke verwenden. Was im Endeffekt aber, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, vermeiden soll, immer wieder, dass die Originalquelle, sagen wir es mal simpel, nicht mehr verkauft wird. Ja, ich muss, sagt der Gesetzgeber, eine solche Verwendung, die grundsätzlich frei ist, muss ich in gewisser Weise beschränken, damit sie nicht hinterher die Originalwerke kannibalisiert. Ich sage das total kommen wesentlich. Auch. Ja. Gehen Sie das davor aber konkretisieren, bevor Sie weitermachen? Also, Sie sagten gerade, kleine Inhalte darf ich ja auch aus analogen Materialien scannen. Genau, und auch im Schulserver ablegen. Was bedeutet das denn? Klein ist relativ. Klein ist relativ. Es gibt eine Vereinbarung darüber mit der VG Borg, was ist klein. Da sind es, glaube ich, auch die 12% eines Werkes, maximal 20 Seiten. Wenn ich jetzt von einem analogen Werk rede, 12%, maximal aber 20 Seiten, sodass ich von einem 1000-seitigen Werk bin ich halt nicht 12%, sondern findet der Cut. Also 20 Seiten. Für digitalisiert. Plus dann sind Filme mit allen Begriffen. Filme haben wir, da gibt es eine bestimmte Minutenbegrenzung. Das gleiche ist bei Musik auch. Da haben wir bestimmte Minutenbegrenzungen, dann kann ich gerne nachher nochmal genau nachschlagen. 5 Minuten, soweit ich weiß. Bei Filmen, ne? 5 Minuten. Aber nicht im Rahmen von 52a. Das ist mehr. Also das ist mehr.
Und das kann ich dann digitalisieren oder digital verwenden, auf dem Schulserver ablegen und muss dann aber sozusagen in irgendeiner Weise wissen, für welche Klasse brauche ich das denn, und dann darf ich es aber auch nur der Klasse passwortgeschützt oder auf eine andere Weise geschützt zur Verfügung stellen, sodass nicht die ganze Schule oder das ganze Bundesland oder ganz Deutschland darauf zugreift. Okay. Ja. Das ist der abgegrenzte Kreis quasi. Genau, das ist der abgegrenzte Kreis. Und eine Ausnahme gilt für Schulbücher und Unterrichtsmaterialien. Ja? Das ist wahrscheinlich ein Punkt, über den wir nachher nochmal sprechen werden. Ganz provokant, wenn Sie das beantworten, könnte das eigentlich nicht schon ganz leicht mit der aktuellen Mediennutzung, die Menschen heutzutage irgendwann einfach nutzen, wenn man solche Begrenzungen und Regelungen aufsetzt. Gibt es da nicht Überlegungen, die einfach generell in der Form über den Haufen zu werfen, weil es einfach kann und produzieren? Dann die Überlegung ist wahrscheinlich bei Ihnen. Ja. Nur noch mal zurück auf den Punkt. Also der 52a gestattet den Schulen unter bestimmten Umständen halt eben Digitalisate von analogen Medien vorzunehmen oder auch Abspeicherungen vorzunehmen von Filmwerken oder von anderen AV-Medien. Das ist nicht ein Problem. Es sind dazu jetzt die Frage, was deckt was wie ab und was kollidiert mit wem? Es sind nach meiner Erinnerung zwei Erhebungen in Schulen durchgeführt worden in den letzten 6 Jahren, die gefragt haben, nutzt ihr eigentlich den 52a? Und das Erstaunliche war, dass es unter dem Strich kaum eine Anwendung dieser Vorschrift gegeben hat. Das heißt, also die Schulen haben vor allen Dingen ganz stark unterschiedliche Schulen abgezogen. Grundschulen haben kaum digitalisiert, nach eigenen Angaben. Die Sek-1-Schulen vielleicht ein bisschen mehr, damals im Gymnasium. Aber auch dort nicht so, dass man hätte sagen können, ja, man braucht eigentlich diese Erlaubnis. Das war so rudimentär, was dort eingescannt wurde und im Unterricht dann letztendlich genutzt wurde, dass man sich dann hinterher die Frage stellte, ja, warum haben wir eigentlich so eine Schranke geschaffen, den Zugang geschaffen, den dort eh keiner nutzen will. Und die Evaluation, das ist, glaube ich, die dritte Evaluation vom BMJ jetzt inzwischen draußen, die kennen wir nicht. Wir wissen gar nicht, was drinsteht. Felix und dann Jörg. Ich hatte das vorher so ungefähr. Ja, ich hatte das ja gerade eben aufgestellt, als es darum ging, wie die Lehrer ihr Material nutzen können. Und ich hätte es dann nochmal aufgestellt, als es ist gleich digital. Wir haben uns am Ende dann auch direkt eingeschränkt. Es geht nicht für das meiste Schulmaterial in die Schulbücher. Und an dem Punkt kommen wir halt zu einem Problem. Und da würde ich nämlich dann gerne das aufgreifen, was Sie gesagt hatten. Lehrer können mit ihrem Material, was sie selbst erstellt haben, machen, was sie wollen. In der Regel sind Lehrer Experten für das Zusammenstellen von Material. Also ein Lehrer setzt sich in der Regel hin und überlegt, wo sind gute Ideen. Dinge, die meine Klasse morgen nicht brauchen kann, also auch nicht im Voraus, sondern spontan, und komponiert daraus neue Sachen. Das heißt, ein Lehrer kann in der Regel gar nicht genau nachvollziehen, wo was herkommt. Wenn das Arbeitsblatt, was er vielleicht im vorletzten Jahr gemacht hat, ein nettes Bild drauf ist, kann er jetzt eigentlich schon mit einem ruhigen Gewissen eben nicht mehr nutzen, weil er nicht weiß, unter welchen Lizenzbedingungen das ist. Und wenn er das jetzt weitergeht und möglicherweise die Kopiervorlage auch noch einer Kollegin gibt, spätestens da vermischt sich das und dann weiß ich nicht, wie die Quellen her sind. Und wenn dann gilt, dass man digitale Schulbücher, also nein, anders, dass man Schulbücher nicht digitalisieren darf, und bei Unterrichtsmaterial ist es zumindest ein bisschen differenziert noch, aber Schulbücher, also das klassische Schulbuch darf eben gar nicht digitalisiert, also weder eingescannt, noch fotografiert, noch sonst irgendetwas werden, sondern nur analog kopiert, dann gibt es eben eine riesen Einschränkung auch von dem Material. Ja, als jeder ja. Kann. Und dann kommen natürlich die Lehrer her und sagen, ja, ich mache das aber trotzdem, aber ich rede nicht drüber. Weil es einfach pädagogisch geboten ist. Das mache ich natürlich nicht, aber ich kann bei jedem Lehrer verstehen, der das so machen würde. Und das ist ein Problem. Denn jetzt fangen nämlich die Lehrer an, obwohl sie Experten sind bei der Erstellung von Material, das Material immer für sich zu machen. Weil sie nämlich durchaus wissen, also das Urheberrecht und der Datenschutz haben in den letzten Jahren an den Schulen enorm Spuren hinterlassen. Weil eben nichts richtig geklärt, aber überall immer gedroht und irgendwo so Achtung gerufen wird. Und dann fangen die Lehrer eben an aus Vorsicht, damit sie sich nicht irgendwo reinsetzen. Lehrer sind Beamte.
versuchen es schon recht zu machen. Das Material eher für sich zu behalten, es nicht weiterzugeben, es nicht auf Webseite zu stellen. Es gibt gute Beispiele und Ausnahmen. Wenn man die Materialien allerdings bei 4Teachers zum Beispiel runterlädt, findet man ganz oft, hier müsste man jetzt ein Bild von einer Weltkarte einsetzen, hier müsste man jetzt ein Bild von dem einsetzen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist das jetzt hier wieder gelöscht. Das heißt, man hat ein Arbeitsblatt, da stehen drei Sätze drauf. Die sind nett, die sind gut, aber das eigene Arbeitsblatt ist eben nicht vollständig da, weil es im Urheberrecht. Wir sind also im Moment an den Schulen in einer Situation, wo pädagogisch oder wo von der Umsetzung das, was pädagogisch notwendig wäre, nicht mehr möglich ist, weil die Angst vor dem Urheberrecht besteht. Und hier sehe ich drei Parteien. Also einmal die Justizialität, die Content-Vertreiber im Moment und die Lehrerschaft irgendwo genötigt. Kinder, aber. Ja, aber ich meine jetzt erst vor allen Dingen auf der Ebene. Kinder brauchen es auch und die Politik muss natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, aber eigentlich sind es die drei im Moment erstmal, die da irgendwie zusammenkommen müssen. Also wie kann man die Vergütung sicherstellen, wie kann man pädagogisch dem Lehrer alle Handlungsmöglichkeiten geben, die er braucht. Und wie kriege ich es trotzdem mal hin, dass das Ganze auch irgendwie am Ende noch Geld gibt für das Herstellen, Qualitätssicherung machen und so weiter. Also ein direkter Anschluss, deswegen noch. Haben Sie danach noch eine Vorlage? Ich würde das zuspitzen, was sozusagen die pädagogische Notwendigkeit angeht. Also was mir erst jetzt aufgefallen ist im Nachhinein, ist, dass Lehrer sozusagen eigentlich die ersten waren, die so richtig das, was man später dann mal Whip-Mix-Copy-Künstler genannt hat, waren. Also Lehrer haben schon immer mit Prittstift und Schere halt irgendwie Sachen auseinandergeschnitten und neu zusammengebastelt und das dann kopiert und verteilt. Und das können sie jetzt mit digitalen Werkzeugen, digitalen Materialien theoretisch noch besser, aber juristisch ist das, was sie vorher analog gemacht haben, noch stärker eingeschränkt, nämlich mit Unterrichtsmaterialien, Lehrbüchern etc. gar nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben eine ganz kuriose Situation. Das, was jetzt besser geht, ist noch stärker verboten. Erstmal ohne irgendwas, nur die Übertragung von analog zu digital. Und dann haben wir noch einen Punkt, der das nochmal verschärft, und zwar spätestens seit PISA haben wir irgendwie eine Ausrichtung von der Pädagogikschule oder eine gewünschte Ausrichtung auf Individualisierung, Binnendifferenzierung und so weiter, die auch Inklusion, genau, die genau davon, dahin führt, dass man auch ständig angepasste Materialien braucht und nicht mehr das klassische Lehrbuch oder nicht mehr die vorgefertigten Materialien. Und genau das würde auch möglich sein mit digitaler Bearbeitung. Also genau das, was auch pädagogisch, zumindest politisch gewollt ist, wird da auch damit gelingen. Das ist ja nicht Ihre Schuld, das ist ja die Schuld des Gesetzgebers. Aber, nee, aber vielleicht darf ich versuchen, über zwei Punkte zu setzen. Also, reformpädagogische Ansätze, die wir vorhin im ersten Beitrag sind, nach meinem Verständnis, nach unserem Verständnis erstmal medienunabhängig. Also, ich kann keine. Also die Reformschulenleiter sagen, wenn sie nicht vor der Kamera stehen, wir benutzen fast 100% selbstgestellte Materialien. Ja, also das ist jetzt also medienneutral. Ich kann reformpädagogisch unterrichten, unabhängig von der Medienform her. Ich brauche also vereinfacht dargestellt. Ich brauche nicht ausschließlich digitale Medien, um reformpädagogisch zu unterrichten. Doch. Nein, nicht ausschließlich. Aber also, ihr könnt es eben nicht ausschließen. Der reformpädagogische Ansatz ist erstmal medienneutral. Das ist meine These. Medienneutral. Das Zweite ist, was Sie jetzt sagten, also die Unterstellung oder die grundlegende Annahme, dass also pädagogisches Arbeiten nur mit bestimmten, ganz konkreten Medien möglich ist. Also meinetwegen nur mit analogen Medien. Das ist auch nach meiner Vorstellung irrig. Also Sie können pädagogisch auf einer sehr breiten Ebene mit sehr vielen unterschiedlichen Medien arbeiten. Sie müssen nicht fixieren auf ein Medium, Sie müssen nicht unbedingt Medien halt eben mixen. Das vielleicht so ein grundsätzliches Annahme. Das Zweite ist jetzt, ja, Sie haben indirekt angesprochen, diese 12-20-Regelung, wo kommt die her, aus dem Analog zu kopieren. Soll ich das kurz erläutern, warum das so ist, wie es ist? Klar, also so, wir haben, als die gesetzliche Änderung kam, die sogenannte Preisausnahme in 53, haben sich die Rechteinhaber, das waren die Verlage, mit den Ländern zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wissen, dass es ein Bedürfnis ist, der Pädagogen, der Lehrkräfte vor Ort, analoge Fotokopien herstellen zu können. Diese Frage müssen wir, dieses Thema müssen wir lösen. Und man hat sich dann halt eben dazu verständigt, dass man
einen Rahmen, einen gemeinsamen Rahmen, der sich geführt und sogar verabschiedet hat, der ist in Form einer Vereinbarung gegossen worden. Und der hat dann gesagt, okay, ganz einfach, wir gestatten die Aircraft ohne Einzelnachfrage das analoge Verbleiben hier. Wann immer sie es brauchen, woraus immer sie es möchten. Das war eine große Rechteübertragung, weil eben so nicht nur Schulbücher, Werke zu Unterrichtszwecken, sondern sagt er, bleibt viel mehr als die Schulbücher. Auch die gesetzlichen Lizenzen, die angesprochen worden sind, mit hineingekommen sind. Der Lehrer muss also nicht mal bei uns fragen, ist das jetzt ein Rückert-Roman, aus dem ich fotokopiere, oder ist es der Linder Biologie, oder ist es die FAZ, oder ist es ein Text der Piratenpartei, sondern du kannst einen Kopierer legen, vervielfältigen, an seine Klasse gehen und so weiter. Analog. Analog. Ja, weil wir zunächst mal hatten wir dieses grundlegende Problem, dass von heute auf morgen, wenn das war 2008, von heute auf morgen hätte man sagen müssen, ohne Dienstagnacht, nee, Schule geht nicht. Hätten wir sofort sagen müssen, geht nicht, muss bei jedem Einzelnen anfragen. Und zwar, wir haben gesagt, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen also diese relativ rasche Verständigung. Es sind also zwei rechte Gruppen da hineingeflossen. Dann hat man sich gefragt, ja, okay, was sind denn die Bedingungen, die dran sind? Also kein Verlag wollte weder Surkamp noch unsere Mitgliedsverlage wollten sagen, wir beschaffen euch komplett das Kopieren. Sondern wir haben gesagt, okay, das soll ja kein Schulbuchersatz sein, sondern es soll eine Bereicherung des Unterrichts werden. Wenn ihr etwas nicht habt, sollt ihr es kriegen. Dann hat man gesagt, okay, das Gesetz gesagt hat, kleine Teile von Werken, das war es früher mal, da haben die Kommentatoren gesagt, das sind 7 Seiten oder was, oder 6 Seiten, oder 7% oder so etwas. Wir haben dann bestimmte Regelwerke, aber haben wir gesagt, okay, machen wir 12% und 20 Seiten eines Werkes und dann Sonderregelungen für kleine Teile, wenn die 7 und so weiter und so fort. Das ist ein Verhandlungsergebnis gewesen. Sie hätten auch jedes andere Verhandlungsergebnis nehmen können. Aber das war das Ergebnis einer vierteljährlichen Verhandlung. Und dann hat man gesagt, okay, dafür sollte auch eine bestimmte Vergütung geleistet werden, damit die Wertgeldinhaber in Anspruch bekommt. Und dann hat man sich auch einen bestimmten Wert. Der ist im Jahrsverkauf bei 7 Millionen Euro verständigt und der ist pauschale. Wenn wir die 7 Millionen Euro jetzt mal umrechnen, diese Zahl ist auch eine Diskussion gewesen für extrem hoher Betrag, unglaubliche Summe. Es sind nachweislich in der letzten Fotokopiererhebung 2009 allein aus Werken zu Unterrichtszwecken und Schulbüchern nachweislich 400 Millionen Kopien von geschützten Vorlagen drin. Das ist das, was die Schulen freiwillig angeben. Das wären ungefähr 2 Cent. Wenn Sie davon ausgehen, dass wahrscheinlich das Doppelte an den Schulen fotokopiert wird, also etwa 800 Millionen, dann ist es noch nicht mal 1 Cent. Also es ist ein Verschwinden, eine verschwindende, eine anerkennende, letztendlich eine Lizenz anerkennende Geste, die die Länder leisten. Die Länder hätten das auch gar nicht machen. Die Länder sind auch kein Ansprechpartner für das Thema. Die Schulträger, die Kommunen. Die Länder haben das übernommen, um eine vereinfachte Regelung zu stellen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also jetzt diese Regelung geschaffen, ein Problem beseitigt. Wir haben dann im Laufe der Zeit festgestellt, wir haben Medienbrüche drin im Schulalltag. Der Lehrer möchte gerne die eine oder andere Seite digitalisieren, vielleicht auch 3 Seiten digitalisieren. Er möchte sie aus digitalen Medien, die Verlage ja anbieten, möchte er auch Ausdrucke machen. Dieses Problem haben wir noch nicht gelöst. Wir haben uns jetzt mit den Ländern zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen das in diesem Jahr, wenn es geht, wie das machen. Das Problem ist aber nicht neu. Also das Problem ist ja doch für uns bekannt. Das Problem ist insofern nicht neu, da haben Sie recht. Also ich habe, glaube ich, 2008 das erste Mal eine Verlage angeschrieben und gefragt, kann ich ein PDF von dem Buch haben, weil ich das gerne wenigstens für mich als Lehrer nicht umschleppen muss. Ich kaufe es auch gerne nochmal und dann haben die Verlage gesagt, also da glaube ich, Kent, Cornelius Schöning, aber das sind ja, glaube ich, alle Verlage drin, ist nicht angedacht, machen wir auch nicht. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es 2008 oder 2010 war, zumindest ist es mehr als 3 Jahre her. Also klar, das mag gut sein. Und das finde ich dann schon extrem seltsam, dass dieser Bedarf definitiv schon mal geäußert worden ist, wenn auch vielleicht an einzelnen Stellen nur. Auch absehbar ist, dass die Digitalisierung auch der Schüler an den Schulen voranschreitet. Ich finde es gut, dass die Verlage sich jetzt damit beschäftigen, aber eigentlich wäre es absehbar. Also die Musikindustrie hat ja diese Qualen auch schon mal durchgemacht.
habe mit DRM angefangen, versucht irgendwie, ich bin nicht dran. Darf ich das kurz zu Ende führen? Ja. Mit DRM angefangen, versuchen irgendwie ihre Funde zu sichern, verständlich, auch als derjenige, der damit Geld verdient. Aber eigentlich ist es ja ein Weg, der am Ende nicht dazu geführt hat, dass es funktioniert hat, sondern man hat heute freie DRMs und man muss eben ein anderes Geschäft finden. Da ist intakt werden, was dann trägt. Das alte funktioniert eben, also das analoge Geschäftsmodell funktioniert im digitalen nie. Das sieht man bei den Zeitungen, das sieht man bei der Musik, das wird man eben auch bei den Büchern und auch bei den Schulbüchern sehen. Das ist jetzt meine These. Jetzt sind wir schon direkt im Open Educational Resources Bereich drin. Ich würde als nächstes gerne die KB bitten. Dann wäre eigentlich der Martin Delius dran gewesen, der ist aber jetzt weg. Dann die Kelder und dann die Anke. Zwei Sachen. Zunächst mal noch eine Frage. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht mehr von dem Anwalt. Der Anwalt. Ist aber nicht abwertend gemeint. Nein, überhaupt nicht. Es geht um Fachwissen jetzt. Mir geht es darum, Whiteboard-Nutzung, digitale Whiteboards und digitale Projektoren. Habe ich das richtig verstanden, dass ich daraus... Digitale Projektoren und Whiteboards generell. Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass sich daraus keinerlei Rechtsproblematik ergibt? Ich habe gesagt, es gibt Materialien, die genau für diesen Anwendungsbereich erstellt und verkauft. Aber nur bei diesen. Wir reden jetzt auch von klassischen Lehrmaterialien wie Schulbüchern, die ja durchaus über diese Digitalprojektoren... Da gibt es das rechtliche Problem, weil sie in der Tat schon nicht digitalisieren dürfen und das müssten sie ja. Bei einem Analogen müssten sie das digitalisieren, um es so nutzen zu können. Und da haben sie den von NB eben angesprochenen Medienbruch, den sie überbrücken müssen. Richtig. Und den können sie momentan bei solchen Medien, die nicht dafür lizenziert sind, nicht überbrücken. Das heißt also, ich kann in einem, ich sage jetzt mal, besonders innovativen Klassenumfeld praktisch die klassischen Schulbücher nicht mehr einsetzen. Das ist nämlich eine Konsequenz. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, wo wir eben jetzt auch, denke ich, in der Diskussion vielleicht auch nicht nur über die Frage reden sollten, wie kann man die klassischen Medien überhaupt mit den digitalen rückwirkend verbinden, weil natürlich Reformpädagogik mit Medienverknüpfung. Ich kann natürlich auch mit Schiefertafeln bei Kerzenschein unterrichten, aber wir müssen doch darüber reden, wo wir uns hin entwickeln und nicht, wo wir waren und wie wir dieses Modell möglichst lange mit uns rumschleppen. Denn die neue Entwicklung geht ja eher in die Richtung, dass dieses Konzept der geschlossenen Nutzergruppe, die wir ja als Grundlage bei diesen Digitalisaten mit uns rumschleppen, zunehmend aufweichen. Also Unterricht findet ja immer häufiger auch außerhalb von Klassenzimmern statt, beziehungsweise Arbeitsergebnisse werden außerhalb von Klassenzimmern auch dargestellt. Das kann sein innerhalb von Projektgruppen im Internet, das kann natürlich auch sein, dass Schüler in ihre eigenen Gruppen auf Facebook eine Seite vom Schulbuch einscannen und dort diskutieren. Also das heißt, diese Schulbücher sind zunehmend nicht mehr auf diesen Schulbereich zu reduzieren. Und da müssen wir auch fragen, wie gehen die Verlage damit um und vor allem, wie wollen wir verhindern letztendlich, dass wir irgendwann dastehen und sagen müssen, wir haben nicht nur die Lehrer, die ein rechtliches Problem haben, sondern tatsächlich die Schüler und damit auch die Eltern. Ich würde noch gerne, dass Sie dann so en bloc vielleicht antworten können, die Kelder noch mitnehmen. Ja, also was man hier jetzt beobachtet, ist halt auch wieder das, was man im Grunde genommen gestern schon da hatte. Es besteht die Angst vor Veränderungen, gerade der Verlage. Das führt dazu, dass man versucht, das einzuschränken, die Nutzungsmöglichkeiten einzuschränken, die sich da jetzt ergeben, sowohl für Lehrer als auch für Schüler. Wir sind hier in einer Welt, wo Lehrer, im Grunde genommen machen sie das ja, wie das schon dargestellt wurde, schon seit Jahrzehnten. Jetzt haben sie die Möglichkeit, Materialien digital zusammenzustellen. Die Schüler haben die Möglichkeit, daran zu partizipieren. Sachen zusammenzustellen, neue Werke zu schaffen, die im Internet darzustellen. Und all das wird eingeschränkt, eben unter diesem Duktus Urheberrecht. Und man darf das nicht verbreiten. Und da muss ich auch die Frage stellen, inwiefern haben die Verlage daran ein Interesse, diese neuen Möglichkeiten zu verhindern, die man eigentlich hat? Weil man hört jetzt doch so ein bisschen, die Lehrer haben Angst in ihren Klassenzimmern, dort Sachen zu verwenden. Man ist eher eingeschränkt, man traut sich nicht wirklich. Und da muss ich mich dann halt auch fragen, Sie reden hier von 7 Millionen, und dann muss ich mich fragen, sind diese 7 Millionen nicht besser darin angelegt zu sagen, okay, wir schaffen jetzt hier Werke, Schulmaterialien, die unter einer freien Lizenz stehen, mit denen jeder machen kann, was er möchte.
Und das ist vielleicht eine Frage, da müssen Sie sich die Frage stellen, wollen Sie nicht vielleicht lieber in eine andere Richtung und auch mal, es gibt Beispiele in den USA, wo Verlage Materialien massiv unter freie Lizenzen stellen und sie gehen damit auch nicht unter. Die verkaufen immer noch Print-Ausgaben davon, leisten Service-Dienstleistungen in dem Bereich. Ob man sich da nicht auf eine neue digitale Situation auch einfach mal einstellen muss, anstatt mit Restriktionen zu versuchen, den bestehenden Zustand zu erhalten. Darf ich anfangen? Bitte, danke. Wir haben einen Anfang, ich würde was Falsches sagen. Also zunächst mal, lassen Sie uns doch mal bitte die Kirche wirklich im Dorf. Es ist nicht so, dass jeden Morgen ab 7.45 Uhr in den 40.000 Schulen Deutschlands der Angstschweiß von 700.000 Lehrerköpfen runtergeerbt. Das ist jetzt auch über ja, die Lehrer haben Angst. Die Lehrer gehen sehr souverän eigentlich mit der Situation um. Das ist unsere Einschätzung. Wir haben also eine ziemlich breite Einschätzung von dem, wie Lehrkräfte halt sich bewegen. Die sind unsere Wahrnehmung, so unsere Auffassung, die sind nicht unbedingt jetzt, also fühlen sich jetzt nicht unter der Knute des Urheberrechts oder sehen sich nicht mit einem Bein im Gefängnis. Oder zum zweiten Punkt. Ja, sagen Sie. Können Sie auch sagen. Okay, der zweite Punkt ist, die Verlage, ich habe ja gerade versucht darzustellen, dass die Verlage sich sehr wohl auf dem Weg dahin befinden, dass sie neue Unterrichtssysteme, neue Unterrichtsmodelle, neue Unterrichtsformen auf neuen Trägern und auf neuen Medien anbieten. Das machen sie nicht seit gestern erst, nicht seit 3 Jahren, sondern wir haben seit ungefähr Ende der 80er Jahre uns schon ganz viel blutige Nasen und vor allen Dingen sehr viele Defizite eingehandelt bei der Entwicklung digitaler Medien. Die ersten Medienoffensiven der Bundesländer datieren auf das Jahr 1995 zurück. Wer sich aus Baden-Württemberg ist, der wird das vielleicht noch daran erinnern, als dort die Medienoffensive 1 gestartet wurde, mit dem Ziel, Internetanschlüsse an die Schulen zu bringen, die dort die Hardware-Ausstattung an den Schulen zu sicherzustellen, zu verbreiten. Die Verlage haben darauf Angebote gemacht. Und es ist nichts passiert. Die Schulen haben sich dafür nicht interessiert. Das ist weitergegangen, dieser Weg, bis ins Jahr 2012. Wir gehen jetzt den Weg, dass wir sagen, erstens, wir müssen das Problem von der Medienbrüche, das müssen wir lösen. Also, wie komme ich von analog zu digital? Wie komme ich von digital zu digital? Das zweite ist, stand ja auch, glaube ich, in irgendeinem Paper drin, dann kann ich eine ganz kurze Info dazu geben. Wir werden ab diesem Jahr mit dem Projekt Digitale Schulbücher auf den Markt kommen. Da wird es zunächst mal, die Puristen werden sagen, das ist nichts, weil das erstmal nur 1:1 Umstellungen sind, aber das ist der erste Schritt. Dahinter steht die Idee, sukzessive Enhanced E-Books anzubinden, mit einer im Moment nicht näher beschreibbaren Fülle von zusätzlichen Services und Angeboten. Diese werden in Lizenzform angeboten. Klar, da wird es eine Einzellizenz geben, eine Klassenlizenz, eine Schullizenz, es wird eine Jahreslizenz geben, es wird eine 3 Jahre. Das werden die Verlage sich alles irgendwie jetzt noch überlegen. Diesen Weg gehen wir ja. Wir sind ja schon seit 15 Jahren digital unterwegs. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Untersuchung, die Erhebung bei 52 Jahren haben gezeigt, dass die Schulen en masse kein Interesse haben. Sie haben auch, was unsere Umsätze angeht, nicht en masse auf die digitalen Angebote reagiert, die wir vorhalten. Was sehr wohl der Fall ist, dass Lehrkräfte sich häufig für den Verlag Angebote digitale Unterrichtsplaner oder ähnliches holen, um ihren Unterricht vorzubereiten. Und da gibt es jede Menge Aktualitäten-Services, da gibt es, also was weiß ich, jetzt zur Euro können die sich massenweise Vorlagen runterladen, digital, können die benutzen, verändern, machen und tun, was sie damit wollen. Das funktioniert. Und wer immer diese These verbreitet hat, die Lehrer sollen nicht technikaffin, der hat die Welt nicht richtig gesehen. Ich würde jetzt sagen, der Martin und dann die Ich Antwort möchte immer noch was zu den offenen Können wir das Thema gesondert behalten? Das wäre mein Vorschlag gewesen, weil wir haben das ja. Ja, das war das OER in dass tatsächlich die geschützten Inhalte außerhalb von diesen geschlossenen Benutzergruppen außerhalb der Schule auftauchen.
Also sprich Facebook, sonst wo. Weil wir haben diese geschlossenen Gruppen zunehmend nicht mehr, die hier postuliert sind. Doch, diese Gruppen haben wir ja. Wir haben weiterhin die Klassen, wir haben die Gruppen, die Leistungskurse, die Grundkurse, wir haben klar definierbare Einheiten an den Schulen. Aber was ja, darf ich noch ganz kurz zu, also Ihr Wunsch ist doch im Endeffekt völlig barrierefrei mit sämtlichen Inhalten umzugehen, wenn ich das richtig verstehe. Ich würde nicht sagen barrierefrei, es geht mir darum, dass man nicht daraus eine Kriminalisierung von Schülern und Lehrern zur Folge hat, die aus dem Unterrichtsraum heraus Präsentationen öffentlich machen. Wir haben normalerweise Tag der offenen Tür, wo Sachen präsentiert werden. Da ist aber natürlich diese Präsentation im Rahmen dieses Schulgebäudes. Heute findet das eben zunehmend nicht mehr in einem Gebäude statt, sondern auf einer Internetseite. Und wenn ich da eben zum Beispiel Inhalte von Cornelissen und Klett und sonst was habe, dann habe ich heute ein Problem. Ja, also wenn ich mit Schülern eben mit diesen Materialien gearbeitet habe. Und da brauchen wir dringend eine Lösung. Das heißt nicht, dass die Schule das nicht lizenziert hat. Also mir geht es tatsächlich darum, dass wenn aus dieser lizenzierten Benutzung sich sozusagen Sekundäreffekte ergeben, die eben dadurch nicht abgedeckt sind. Aber das Problem haben Sie ja überall, oder? Also wenn Sie eine Microsoft-Lizenz kaufen, da steht da drin, das ist für Ihren Computer und das dürfen Sie nicht Ihren Nachbarn verkaufen. Da haben Sie aber die Cliparts so, dass Sie sie weiterverwenden können. Das ist bei Schulbuchgrafiken zum Beispiel nicht der Fall. Nee, bei Schulbuchgrafiken kommt noch das Problem hinzu, dass die Schulbuchverlage Ihnen die Rechte gar nicht geben könnten in der Regel, weil Sie sie selber nicht für diese Nutzung haben. Also ein Schulbuchverlag, was eben beschaffen könnten. Sich ja, ja, das wäre schön. Ein Schulbuchverlag kauft Rechte an Fotos ein. Die kosten für ein Werk, für ein Buch. Die kosten X. Wenn die sich jetzt noch das Recht einkaufen würden, dieses Foto auch weiter zu lizenzieren, für Verwendung im Internet, für Lizenzierung an Schulen etc., dann würden sie Vielfaches von dem bezahlen müssen an die Bildagenturen. Das heißt, das ist auch ein finanzielles Problem. Das sich aber auch lösen lässt, das ist ein Problem der Verlage. Also kann ich auch einen Fotografen im Verlag anstellen oder wie zum Beispiel, wenn wir Medienangebote wie Bubble kommen, das ist ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist eine Sprachlernplattform, die benutzen zum Beispiel freie Fotos von Flickr. Ich war nicht überrascht, was für tolle Fotos die haben als so Start-up. Habe dann festgestellt, deren Grafiken, die sind nicht kostenaufwendig lizenziert, sondern sie haben diese freien Lizenzen aus Flickr benutzt und damit ihre Sachen illustriert. Das wäre ja auch zum Beispiel genauso für Cornelissen zu machen. Der mit dazu. Ja. Und dann wird es ja auch ja, also machen wir auch. Ja. Also der eine Punkt ist der, das ist in der Tat so, weil vor allen Dingen älteren Werken, also ältere Werke, also 4-5 Jahre alte Werke, haben wir die Rechte nicht an vielen Grafiken und sonstigen. Wir haben sie nur für die Printform. Das Zweite ist, natürlich nutzen die Verlage noch mehr und mehr Stock-Fotos, sodass sie selbst davon die Rechte haben. Das Dritte ist, von manchen Agenturen kriegen wir die Rechte überhaupt nicht. Und die sagen, nee, die gebe ich dir gar nicht. Mach ich. Ja, da muss man mit der Agentur arbeiten. Ja, also das ist ja nicht das Problem. Wenn Sie machen doch viele Verlage, ja, aber wenn Sie jetzt ein Werk brauchen, wenn Sie jetzt mal brauchen, Goethe der Toskana, soll aus dem Städel kommen, ja, das Originalwerk, dann müssen Sie einen Fotografen dahin schicken, der fotografiert das, und dann müssen Sie zu dem ausgeliefert, ob er Ihnen die Rechte einräumt oder nicht. Aber das ist ja der Fokus der Politik im Grunde. Naja, bei dem Ausgangsfall ist man ja auch da sitzen Sie jetzt ja an dem gleichen Problem, an dem ich als Lehrer auch besitze. Dass ich sage, warum kann ich die Dinge, die ich brauche für mein Schulbuch, nicht so bekommen, wenn ich damit frei und auch ohne ständig Probleme zu haben und wenn sie nicht arbeitslos machen, aber im Grunde genommen eine eigene Rechtsabteilung in meinem Haus zu haben, die das Ganze abklärt. Entschuldigung, ich habe es wieder zwischen. Ja, das ist ja der Martin und dann die andere. Ich nicht geklärt, weil wir das Problem von Bildrechten, vereinfachten Lizenzen, glaube ich, nicht lösen. Da gibt es auch Programme in der Piratenpartei, was. Das Lizenz-Reworking bei neuen Veröffentlichungsformen angeht, also die Verwaltungsrechte, die neu vergeben, verhandelt werden müssen, jedes Mal dann, wenn man ein geschütztes Werk auf einem neuen Medium präsentieren will oder neu verwerten möchte. Das könnte an der Stelle helfen. Ich wollte noch auf ein paar Punkte eingehen. Also zuerst mal, das haben wir vorhin schon ausgeführt, also Lehrer sollen natürlich nicht in erster Linie irgendwie Urheber sein müssen, um das. Haben Sie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, selbst eigene Materialien zu erstellen, eigene Texte zu erstellen. Das kann ich Aufgabe als Lehrer sein, weil die anderen Sachen zu tun. Grundsätzlich ist es so, dass
Lehrer, das ist auch schon angesprochen worden, Lehrer, die ursprünglichen Remixer sind. Ja? Also die nehmen Unterrichtsmaterialien, führen die zusammen, machen daraus coole Dinge. Das ist auch insofern richtig, dass sie sagen, das ist mehr oder weniger neutral. Wir haben es nicht von, dass es in allen verschiedenen Kommunikationsformen, digital oder analog, teilweise gleichzeitig passiert. Das heißt, dazwischen eine Differenzierung einzugehen, auch digital analog, entspricht dann einfach nicht den Aufgabenstellen als Lehrer. Zumal, und das kommt jetzt zu dem, was gerade angeführt wurde, zumal Unterricht eben auch immer öfter außerhalb von Unterrichtszeiten, Klassenräumen und Klassenverbänden passiert. Unterricht funktioniert heutzutage sehr oft, und wenn er gut läuft, wenn er im Sinne von inklusiver Schule, im Sinne von reformpädagogischen Ansätzen, Schulreformen, funktioniert kollaborativ und über das Internet. Das heißt, in Lernforen, in Lerngruppen, Schüler machen Blogs und erstellen eigene Inhalte. Das ist ganz wichtig. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt Ihre Schuld, weil ich habe hier § 52 A vor mir gerade und auch die Änderungsvorschläge, die wir haben. Das ist der Gesetzgeber, der da auch, warum auch immer, ich war bei der Historie nicht dabei, ich bin ja gerade erst Politiker geworden, aber der da standen hat, aber die sinnvoll sind. Speziell jetzt in den Leitmaterialien, das haben Sie angesprochen, das ist auch völlig richtig. Dann kann ich Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung, Lehrer wollen gerne lizenzierte Materialien haben. Die wollen kaufen, 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 kaufen. Viele Bücher, viele Arbeitsmaterialien, digital, Internet, alles, was es gibt. Ein Problem, dafür gibt es kein Geld bei den Schulträgern. Zweites Problem, und das ist das, was im Moment passiert, viele Lehrer bezahlen es aus eigener Tasche. Und selbst wenn sie es aus eigener Tasche bezahlen, können sie es dann nicht breit verwenden. Also selbst wenn sie dieses eigene Engagement auch finanziell erbringen, sich dann die richtigen Quellen zu suchen und das selbst zu bezahlen, haben sie im Moment gesetzlich, und das war mir auch so bekannt, dass die Vereinbarung und die Vertragsverhandlungen mit den Ländern angeht, und in Berlin sind wir das ja für offene Fragen, da wird auch gerade noch verhandelt, wie Sie wissen. Im nächsten Haushalt steht nochmal ein höherer Betrag, weil bisher immer noch ein Bezahlpunkt für die 250 Euro Ausgaben in Berlin, sehr witzig. Die ganze Bundesweite bezahlt dafür. Soweit ich weiß, also in Niedermann. Die Straße ist vorhin dort und die Länder sprachen wir noch. Immer noch? Wenn, also wer Berlin weiß, ist, ich dachte, okay, die Länder sind nicht wert. Ich kann es dann nicht machen. Also in Berlin geht es für euch, Berlin geht es um 250.000 Euro jedes Jahr. Für die nächsten zwei Haushaltsjahre, das ist aufgestockt worden, immer so dieses Jahr um 50.000, 60.000 Euro, wenn man davon ausgeht, da kommt halt was nach, was man dann nachbezahlen muss, immer größer. Geht aber nicht in die Schulbuchverlage. Das geht nicht in die Schulbuchverlage. Das ist grundsätzlich im Rahmen des Gesetzes und der Vereinbarung, die getroffen worden, eben das, was die Länder da finanzieren müssen. Da muss man ran, also da muss man auch wirklich Zahlen nennen. Sie angesprochen haben, Sie machen eine E-Book-Initiative, finde ich super, und dass nicht nur Einzelplätze, nicht nur Klassenlizenzen sind, sondern auch mehr teure Lizenzen, die das freie Vielfalt sind, erlauben, das ist dann halt teuer. Das weiß ich noch nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir definieren, dass die Verlage dann machen. Ja, lieber unter offenen Lizenzen, das ist richtig, aber ich rede jetzt hier gerade mit Verwertern, Verlagen. Und Teile davon unter offenen Lizenzen, also von offenen Lizenzen verwendet werden und auch weitergegeben werden, das muss auch der Weg sein, denn es wird digital werden, immer mehr in dieser Zeit. Wenn wir diese Initiativen machen, das vielleicht die erste ist, oder seit Jahren schon beobachten, dann wissen Sie auch, dass es große Schulen wird, in 20 Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aktuell sein wird und irgendwo digital stehen wird und vielleicht einmal im Schuljahr aufgebracht werden wird. Deswegen auch nochmal der Appell, das ist ja gerade deswegen so wichtig, dass es eine Nachfolgeregelung zu 52 Jahren gibt. Also das ist ja gerade deswegen, wegen der weiteren Bedarf und auch weiteren Bedarf an der Vielfältigung, an der Doppelregelung des Unterrichtszwecken einzusetzen, ist es ja so wichtig, dass es eine Nachfolgeregelung gibt, die auch meiner Meinung nach ohne den Sprachgebrauch kleinen Teile auskommen muss, weil und die Sprache auch aufpassen muss. Und auch Absatz 2 ist ja noch so ein Problem. Wahrscheinlich auch ohne die Absatz 2 aufkommen muss, weil die haben schon sehr Lust.
noch, ich würde jetzt gerne die Ankündigung nehmen, dann können Sie hintereinander Bruno? Schließe mich dem an. Bei mir haben sich inzwischen ganz viele Einzelthemen gesammelt. Und zwar finde ich zum einen, wenn wir jetzt von der eingeschränkten Erlaubnis 52a speichern auf Schulserver, Passwortgeschützt und so weiter, unabhängig von den Prozenten und wie sinnvoll sind, redet. Wenn ich mir einen ganz normalen durchschnittlichen Lehrer vorstelle, und ich habe ja auch ein paar kennengelernt, mindestens als Schülerin, dann haben die in der Regel Unterrichtsvorbereitung nicht in der Schule gemacht oder am Schulserver, sondern zu Hause. Da haben sie es wahrscheinlich damals noch papierbasiert gemacht, heute machen sie es aber am Computer. Dieser Computer hat vielleicht eine Intranet-Verbindung zur Schule, wahrscheinlich hat er sie aber nicht. Das heißt, jeder Lehrer, jede Lehrerin, die am Laptop oder Computer zu Hause Unterricht vorbereiten, handelt sowieso schon illegal, auch wenn es unter 12% sind. Weil ja die Einschränkung Schulserver und so weiter, das ist für mich lebensfern, es ist auch gegen Work-Life-Balance, es ist gegen moderne Arbeitsformen und einfach passt nicht mehr in unsere Welt. Das wäre so ein Feedback, wenn der eh erneuert wird, dieser Paragraph, das sollte man da unbedingt erweitern. Dann will ich mal auch ein bisschen Angst auf der anderen Seite verbreiten, schadet ja manchmal nichts. Ich glaube, wenn sich Lehrmittelverlage weiter so verhalten wie jetzt, werden sie wirklich überflüssig. Ich bin fest überzeugt davon. Ich habe noch während meiner Zeit in Microsoft viel Kontakt mit einzelnen Schulen gehabt, die derart innovativ und kreativ waren. Masse soll es ja offenbar nicht sein, aber die Schulen, die ich kennengelernt habe, die waren das. Die erstellen sich ihr Zeugs wirklich zunehmend selbst, frei von irgendwelchen Vorgaben, die ihnen irgendjemand macht, was davon sie mitteilen und kopieren dürfen. Die stellen das in virtuelle Projekträume. Der Punkt war extrem wichtig. Es ist, der Klassenverband ist wirklich auch relativ out. Natürlich gibt es Klassen noch, aber mein Sohn hatte schon in der ersten Schuljahr, haben schon projektübergreifend gearbeitet, klassenübergreifend gearbeitet. Die mussten im Internet schon Zeug zusammensuchen. In der dritten Klasse mussten sie schon kleine Filme machen, Trickfilme und so Kram. Das ist normal, das ist heute Alltag. Und dazu sagen, Sachen finden in einem bestimmten User-Verbund mit Passwort bla bla statt, passt auch nicht mehr in unsere Zeit. Und zu sagen, viele Schulen haben keinen Bock drauf. Ich benutze jetzt mal eine erlaubte Analogie von Jens Best, der sagt, das ist ein bisschen so, wie wenn man nimmt einen Raum voller Analphabeten, dann schmeißt man einen Haufen Bücher rein, macht die Tür zu, kommt nach 3 Stunden wieder, guckt rein, na bitte, keiner liest, keiner schreibt. Bücher sinnlos, also nimmt Bücher wieder raus. Die Schulen haben Lehrer mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt, überwiegend eine grottige Ausstattung mit Hardware, überwiegend eine extrem mangelhafte Budgetverfügbarkeit für Lizenzierung von egal welchen Medien, insbesondere aber für digitale Medien. Und dann zu sagen, wir nutzen das zu wenig. Auch noch wissend, dass die rechtliche Lage grau, wie ja ein Euphemismus ist, die ist undurchschaubar. Und Lehrer sind vielleicht Experten im Remixen, sind aber bestimmt keine Copyright-Experten. Sie sind aber in den meisten Fällen relativ risikoavers. Nicht alle, aber manche schon. Die sagen sich, ich habe die Hardware nicht, ich habe die Software nicht, ich habe kein Geld für Lizenzen und alles, was ich so dazwischen machen kann, da sitze ich mit einem Bein im Gefängnis, mache ich nicht. Und denen dann zu sagen, ja, die wollen ja eh nicht, glaube ich, also das löst das Problem nicht. Und genauso wie Brockhaus seine 25 Bänden oder wie viel die hatte, Ausgabe eingestellt hat, wird es möglicherweise, ich halte es für wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, Lehrmittelverlage einfach nicht mehr brauchen. Es gibt weltweit eine große Open-Source-Bewegung für das Erstellen von Lehrmaterialien. Das verteilt sich auch international. Da schreiben die Österreicher von den Deutschen ab und umgekehrt. Man kann auch internationale, in anderssprachliche Materialien verwenden. Dann gibt es auch irgendwann genug Fotos von irgendwas umsonst. Da muss nicht mehr jeder nach Australien fahren und ein Foto beauftragen. Für mich ist das auch eine totale Ausrede, wenn man sagt, können wir ein Foto nicht digital lizenzieren, weil wir haben die digitalen Rechte ja nicht, so what? Man kauft die Dinge heute mit digitalem Recht ein und wenn es für die alten Rechte nicht ist, macht man es halt für die neuen. Wenn man das nicht macht, wird man weg sein als Verlag. Also ich weiß, es klingt jetzt total doof, aber ich glaube, dass das so ist. In Polen gibt es ja bereits komplett unter CC gestellte Lehrmittel. Sie erstellen es jetzt. Ganz kurz zu der letzten Bemerkung. Polen gibt es das Unternehmen Staatsverlag, das meinen Sie. Der Staat zieht aus der Lernmittelfinanzierung für die Schüler zurück und macht praktisch einen eigenen Verlag
damit begründet. Er bezahlt damit Autoren, die halt eben Lernmittel, digitale Lernmittel machen. Wenn Sie das haben wollen, können Sie es für uns haben. Wir haben unseren Volk und Wissen auch da. Also wenn Sie, wenn wir sagen, wir wollen, also jetzt touchieren wir schon ein bisschen OER. Ne? Wenn Sie sagen, also okay, wir kriegen das also mit staatlichen Initiativen hin oder so, wie es dieses White Paper beschreibt, ne? Dann stellt sich die Grundsatzfrage, wem wollen Sie das übertragen? Verlag nicht, irgendjemand anderem ja. Und dann in der Tat brauchen Sie keine Verlage mehr. Sie brauchen die polnischen Schulbuchverlage nicht mehr. Wenn der Staat das selbst in die Hand nimmt und selbst Produzent wird, vergärter wird, wer soll denn noch mit ihm konkurrieren? Gar keiner. Aber das ist vielleicht der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich habe gerade gesagt, bei den digitalen Rechten für Bilder, es ist so, dass wir uns bemühen, seit 4-5 Jahren die Rechte, die digitalen Rechte auch zu erhalten. Wir versuchen sie mit einzubauen. Nur wenn einer nicht verkaufen will, kann ich ihn nicht dazu zwingen. Die Fotografen gestern beim Urheberrechtsraum, nee, haben gesagt, sagen, es gibt Dumpingpreise, es gibt fast alle Arten Fotos, ja, quasi frei auf dem Markt. Wie sollen die einen Einnahmen erzielen? Versuchen sie mal aus dem Louvre ein Foto zu kriegen. Sie zahlen nicht nur für den Fotografen, sie zahlen auch für das Museum. Brauche ich doch gar nicht. Und sie brauchen aus dem Louvre, das kann man auch nicht live angucken, weil ich da Moment, also wenn Sie aber an mir das im Grundstück sehen, brauchen, kann ich das theoretisch über Beamer. Gibt es hier noch eine Rede? Ja. Bevor wir es gleich verhaken, dann möchte ich mich aber, sagen Sie doch vorhin, ich möchte aber uns den Lehrern eine Arbeitsanweisung geben, wie er seine, das hieß ja im Endeffekt, dann drucke ich das aus. Das ist ja wieder, ne, dann kann man gucken, dann kommt du wohl. So. Also ich würde jetzt, wie gesagt, und dann kommt ihr beiden rein. Also was Sie festgestellt haben, haben auch wir festgestellt. Wir haben weniger Bürgerrechtsprobleme in den Schulen, wir haben Finanzierungsprobleme in den Schulen. Wir haben ein enormes Finanzierungsproblem in den Schulen und das gibt es nur, was ungefähr für Medien, Bildungsmedien, für Allgemeinbildende und für berufsbildende Schulen pro Jahr 350 Millionen Euro ausgegeben werden, bundesweit. Das sind umgerechnet auf 12 Millionen Schüler, 30, 25 Euro. Das ist es. Ungefähr die Größenordnung. Ja? So, jetzt können Sie sich vorstellen, wie weit Sie mit 30 Euro pro Schüler pro Jahr springen können. Kollege Schaumburg hat es ja auch schon deutlich gemacht. Das ist das Problem, das wir haben. Das ist ein Problem, dass die Lehrerorganisationen, egal ob das GEW, ob das VWE, ob das Philologenverband ist, genauso sehen wie wir. Aber reden Sie mal mit den nordrhein-westfälischen Kommunen, die unter Kuratel stehen. Sie kriegen von denen nicht mehr. Gehen Sie mal zum bayerischen Staat, verhandeln mit denen über eine Erhöhung der Bildungsbudgets. Sie kriegen nicht mehr. Da können Sie noch so sehr auftauchen. Die Basispartei setzt sich dafür sehr stark. Ich kann Ihnen die Adressen alle geben, bei denen wir waren. Gehen Sie zum baden-württembergischen Städte- und Gemeindetag und verhandeln Sie mit dem über eine Erhöhung der Bildungsbudgets. Da würde er Ihnen sagen, wir denken gerade über das Gegenteil nach. So, das war der eine Punkt. Eine ganz kurze Anmerkung, davon vergessen Sie den 7,3 Millionen. Was machen wir mit denen? Stecken wir jetzt in OER? Davon gehört die Hälfte, die wir haben. Die müssten wir dann auch noch. Wo kriegt man die Hälfte von dem Geld? In den 7,5 Millionen, die wir für Fotografieren, ist die Hälfte für die Autoren. Und die Verlage kriegen 3,6 Millionen. Und die Verlage kriegen. Okay. Jetzt noch zu dem letzten Einwand, werde das ja vorhin auch gesagt, also die Verlage sind ja schon seit Jahren dabei, Investitionen im digitalen Bereich zu machen. Nur da ist es einfach bewegbar, die aufgrund der Mittelknappheit natürlich auch, die von den öffentlichen Seiten zur Verfügung gestellt werden, nicht abgenommen werden, haben die Millionen in den letzten Jahren versenkt im Sand. Und irgendwann ist natürlich auch einfach das Problem da, dass ich nicht weiter immer Geld rausschmeißen kann, wenn es nicht abgenommen wird. Ja? Das heißt, wir kommen immer wieder zu den Finanzierungsproblemen. Das ist das eine. Und das andere war vorhin die Frage, warum gestalten wir § 52a nicht eigentlich so aus, dass wir sagen, nicht kleine Teile, sondern im Schulunterricht darf ich im Endeffekt alles, was urheberrechtlich geschützt ist, nutzen, wie ich es möchte. Ich verstehe das Anliegen von Lehrerseite und von Schülerseite und sowas. Nur, ich denke, man muss das auch so ein bisschen differenzieren. Mit dem gleichen Argument könnte man natürlich auch sagen, hey, in den Schulen brauchen wir Stühle, Tische, Tafeln.
Die müssen uns auch alle umsonst zur Verfügung gestellt werden, von den Schreinern, von Ikea, von sonst was. Weil es ist für einen guten Zweck. Und da muss man einfach so ein bisschen. Nein, nein, aber wenn wir jetzt sagen, 52a soll sich ausweiten, nicht nur kleine Teile, dann müssen wir zumindest auch in dem Kontext wieder darüber reden, wie sieht dann die Gegenfinanzierung in Anführungszeichen aus. Das muss man nur mit benennen, das muss einfach immer nur klar sein. Ja? Jetzt würde ich ganz gerne einmal hier, wie heißt der? Elli Köppen. Genau, dann kommt die Kelly und dann kommt der Felix. Also erstmal würde ich gerne plus eins sagen zu allem, was Frau Rompscheid-Berg gerade schon gesagt hatte und die Diskussion gerne noch mal ein bisschen zurückrollen. Wir sprechen jetzt immer über Finanzierung und über Geld, es ist kein Geld da und jetzt über die Schranken, ob man die erweitert oder nicht. Ich finde, das ist ein bisschen wie auf dem Schulhof, wenn ich meinen Schülern sage, der Schulhof ist auf der und der Größe und da dürft ihr nicht drüber hinaus. In dem Moment, wo ich das erlaube, werden sie trotzdem weitergehen. Also ich glaube, selbst wenn man den Paragraphen erweitern würde, ist das ist nicht das, worüber wir diskutieren sollten. Sondern das, worüber wir diskutieren sollten, ist eigentlich tatsächlich diese Angst bei Lehrern ist vorhanden. Also in dieser OER-Debatte, ich weiß, der Begriff OER ist da immer sehr, ja, da ruft Assoziationen hoch und wird teilweise auch falsch verstanden aus meiner Sicht. Aber es ist trotzdem diese Angst, die da herrscht bei Lehrern, Dinge zu tun oder nicht zu tun, die ist da. Und auch die Unwissenheit, wie Frau Darmstadt-Berg gerade auch schon gesagt hat, ist auch da. Das heißt, nur weil bei einer Befragung herauskommen, dass sie sich nutzen, die den Paragraphen so und so, kommt Nein raus. Es sagt nichts darüber aus, ob es wirklich passiert. Und dann möchte ich gerne nochmal an der Stelle irgendwie die Pädagogen hier am Tisch nochmal bestärken darin, dass man diese Trennung zwischen Lesen und Partizipieren, aktiv sein, gar nicht so genau trennen kann. Also es wird hier immer davon gesprochen, ja, dann haben wir die Bücher digital und dann kann man die sich herunterladen. Dann habe ich aber genau das gleiche Problem, was ich mit dem Schulbuch vor mir habe, meinetwegen digital. Also ich kann das immer noch nicht weiter nutzen. Juran hat es vorhin schon gesagt, Remix, Mix-Ups erstellen. Das ist das Thema. Ich spreche gar nicht nur in Ihre Richtung, einfach ganz generell. Möchte ich einfach darauf nochmal hinweisen, dass das Thema, an dem wir eigentlich dran sind, ist Partizipation. Man kommt auf Lehrer zu und sagt, hol deine Schüler mit rein, arbeite kollaborativ, sei partizipativ, dann sind sie es. Und dann kommt man mit, ja, aber weißt du, das und das darfst du dann aber dann doch nicht. Da geht der Lehrer, so wie ich ihn bisher erlebe, sagt dann eben, ja gut, dann mache ich es gar nicht. Und das ist das Problem. Also ich glaube auch nicht, dass man durch eine Erweiterung einer Schranke das Problem im Kern löst. Und möchte einfach nochmal auf diese Weiternutzung hinführen, die Debatte, weil ich glaube, dass das tatsächlich das ist, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und dann möchte ich noch einmal mit anschließen, dass die Urheber Geld bekommen sollen für das, was sie tun. Ich glaube, das wird niemand hier am Tisch in Frage stellen. Die Frage ist, wie? Ja. Danke. Ja, also zunächst mal, ich freue mich, dass Birgit da ist. Vielleicht können wir sie mit in die Runde reinnehmen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Dass du dich dann vielleicht auch kurz vorstellst. Kurz zu der Frage, es kam immer wieder der Verweis, das ist ja im Moment fast noch ein Nischenmarkt Lehrer, die wir tatsächlich digital arbeiten. Dann müssen wir aber mit dem Verweis auch fragen, warum dann diese enorme Reaktion, und das war ja wirklich die ganz große Keule, mit dem Schultreuern. Also das passt dann vorne und hinten nicht zusammen. Wenn ich einerseits sage, die Zahlen, die wir vorliegen haben, sagen, das ist nur in einem ganz geringen Umfang überhaupt relevant, dann wirklich zu sagen, wir packen hier eine Software zur Überwachung auf sämtliche Schulrechner, oder zumindest auf einen Teil der Schulrechner, plus dann auch die Hinterfragung, was ist mit den Laptops, die Lehrer vielleicht privat noch verwenden, das passt dann vorne und hinten nicht zusammen. Also wenn ich die zwei Aussagen jetzt einfach mal in Korrelation setze. Was ich gern Bruno bitten möchte, dass du vielleicht auf die Tagesordnung noch packst, das ganze Thema, weil jetzt Louvre und so weiter als Stichwort kam, Archive, Museen und Digitalisierung. Wir haben als nächsten Punkt dann Universität, genau. Also Open Access. Ich wollte nur, dass du das mit draufpackst, weil ich denke, es ist ganz wichtig, vielleicht kann Kathi da auch was dazu noch sagen. Zu Museen und Archiven kann ich nicht sagen, das ist ein anderer Punkt. Das ist sehr schade. So. Dann denke ich, sollten wir auch nicht nur über gedruckte Digitalisate reden, denn ich glaube, was auch eine Tendenz ist, ist diese Tonbeispiele und Filmbeispiele, die ja oft Lehrwerken beiliegen. Da habe ich ja genau das gleiche Problem wieder. Da steht dann dran, ich darf sie innerhalb eines Schulkontexts ausschließlich benutzen, aber nicht im Netzwerk.
Ich darf sie nur benutzen mit dem Originaltonträger. Das heißt, ich muss jedes Mal eine CD rumschleppen, ich muss jedes Mal einen Ghetto-Blaster durch die Gegend schleppen. Die Schulen, die wirklich schon digital angekommen sind, überhaupt nicht mehr vorhanden sind teilweise. Und es ist natürlich auch deutlich praktischer. Und da sind wir wieder bei dem Gleichen, was wir vorhin bei diesem Kopieren, Ausschneiden hatten. Wenn ich bei den Tonbeispielen eben auch die Tonbeispiele mitnehme, die ich tatsächlich brauche, denn teilweise sind die auf den CDs zu den Büchern sehr eigentümlich durchnummeriert. Also manchmal brauche ich wirklich noch einen Klebezettel daneben, um hinterher noch zu wissen, was zu welchem Kapitel gehört. Das heißt, auch in diesem Audiobereich haben wir das gleiche Problem, was wir aber bisher noch gar nicht angesprochen haben. Gestattet. Sie machen sich auch schon mit Diensten. Ich bin tatsächlich auch, wenn ihr natürlich alle Recht habt mit den offenen Lizenzen, aber ich sehe tatsächlich einfach da ein reales Qualitätsproblem. In den Schulen, das ist ja gesagt worden, ist trotz, dass es pro Schüler relativ wenig ist, wird das in den Schulträgern sehr viel Geld für Unterrichtsmaterialien ausgegeben worden in der Vergangenheit, die ja jetzt nicht schlecht sind, bloß weil es neue Formate und Lizenzen sind. Die sind dann immer noch weiter zu verwenden. Da kann man jetzt nicht sagen, wir machen das alles Open Source, wobei ich auch noch nicht sehe, dass die Breite und die Menge notwendig ist und wirklich das schon jetzt da ist. Die muss erst entstehen, weil auch der politische Wille noch nicht da war, das so etwas zu erarbeiten wie wirklich OER. Ja? Deswegen mein Punkt und auch mal in die Richtung ist und auch für Sie. Was ich mir vorstelle, jetzt von Seiten der Legislative, ist, dass sich in der Finanzierung was verschiebt. Wir können nicht mehr Geld für nicht offen lizenzierte Daten ausgeben, sagen alle. Also das muss ich jetzt auch sagen, ich bin da aus der Haushaltsberatung raus, no chance, ist nicht so. Und da sind dann tatsächlich irgendwann auch Tische und Stühle und eine Decke, die nicht tropft und ein Fenster, das nicht zieht, wichtiger. Und das sind in Berlin ungefähr 1 Milliarde Euro bis 2020, dann wir uns nur an Schulen. Trotz Konjunkturprogramm, ja, das ist ja für die große Wartehand ausgerufen worden. Aber, in Berlin schon, weil es dann nicht erfolgreich gewesen. Genau, deswegen wird sich da was verschieben. Es wird in Zukunft, wenn das Wort durchgesetzt wird, ein Teil des Geldes, das man ausgibt, in den Aufbau von OER geht, in Aufklärung, in die Bereitstellung von Infrastruktur, in das Fördern von Lizenzen und Plattformen in Zusammenarbeit mit Wikimedia liegen wir, weil das die größte Plattform ist, die für sowas wie Commons sind da ideal. Das ist einfach so. Der Zugang auf das. Und der Teil, der für nicht offen lizenzierte Materialien, die einen gewissen Qualitätsstandard haben, weil das ist ja auch nochmal ein Punkt, über den wir gerade geredet haben. Es gibt ja von Seiten der KMK ganz krasse Vorgaben dafür, was für einen Qualitätsstandard da eingehalten wird. Den prüft keiner. Also zumindest in Berlin ist ja die zentrale Prüfung für Unterrichtsmaterialien abgeschafft worden. Da sind wir auch gerade daran zu arbeiten, aber sie müssen sich daran halten, weil sie am Ende verklagt werden können für alles, was sie verkaufen. Wir würden keiner vernünftig und am Ende dann halt Schüler oder Lehrer, dann haben sie das Problem und nicht die KMK. Das heißt, der Teil, der für diese klassischen Unterrichtsmaterialien ausgegeben wird, der muss dann meiner Meinung nach sinnvoller ausgegeben werden. Das wäre für klassische Unterrichtsmaterialien, die nicht OER sind, das Volumen wird kleiner werden. Da kann ich Chatwerten mit zustimmen, weil ich glaube, wenn ich mehr Geld in solche Materialien fließen kann, damit das nicht größer wird, was ich gesagt habe, und die Freiheit freier werden kann. Nach Gesetzeslage wird einfach weniger davon genutzt werden und der Aufbau von offenen Materialien gewinnen, also im Zugang. Und dann sage ich, naja, was verlieren Sie denn bei einer Lizenzierung von Vereinbarungen auf Länderebene oder bei Kommunen, was verlieren Sie denn dadurch, dass Sie die Verwendung auch, also dass zumindest dem Gesetzgeber auch zustimmen, wenn er in der Lage ist, die Verwendung freier zu machen und nicht nur kleine Teile von außerhalb von Schulen setzen und über das Internet. Also da verlieren Sie ja nicht, weil die Verkaufungszeit der Kosten. Das ist ja der Punkt. Wir kaufen ja Klassenbände, also für die ganze Klasse.
mit Elternbeteiligung verkaufen sehr viel länger an Schulbüchern für E-Books und aktualisierte Inhalte. Und das ist ein Anbieter, verkaufen sehr kurzen Materialien. Das ist eine Frage. So. Da bin ich halt, dass es nicht gibt, dass es finanziert wird, dass es frei verwendet wird. Für alle und zu jeder Zeit, nur zwischen 7 und 16 Uhr im Unterricht. Wollen wir jetzt den Felix noch mit reinnehmen und dann den Wirt? Du kommst in den nächsten Tag. Und dann würde ich auch ganz gerne, dass wir uns für die Kunde halten. Ja, kann man sagen. Ich habe den Kinderfunkfisch an der Seite gelesen. Das war nicht der Punkt, den ich genannt habe. Ja, stimmt ja. Unser Tisch. Stimmt, weil der ist hier. Ich wollte mal das Problem bei der Kirche. Lass doch mal einen Kragen. Und zeitlich müssen wir jetzt nicht so wenig. Wir sitzen nur. Wir haben schlechter Trennung am Tisch. Das ist alles Kann ich sehr gerne machen. Kann Birgit sich kurz vorstellen, wenn wir jetzt gerade eine Unterbrechung haben? Ja, also ich heiße Birgit, bin Lehrerin, also eigentlich bin ich Lehrerin an einem Berufskolleg seit etwas über 10 Jahren. Jetzt bin ich aber quasi unverschuldet in den Landtag geraten. Naja. Völlig unverschuldet. Das ist gar nicht mehr gut, dann Felix jetzt und dann beantworten wir den Block und dann wir jetzt mal langsam den nächsten Ding. In NRW. Genau. Ich habe jetzt ein paar Punkte mal versucht, das so zu machen, dass es fassbar ist, nicht zu lange. Nummer 1, ich möchte gerne. Und auch aus dem Bildungsalter. Stimmt. Kann auch so machen. Nein, das ist gut. Einmal Gesicht. So. Das Gesicht zu sprechen. Nein, ich möchte erstens, Marcel hat das gerade gesagt, das kam nur Zustimmung. Und das möchte ich jetzt festhalten, weil wir das vielleicht für eine spätere Zeit in der Diskussion nochmal brauchen. Lehrer wollen Geld ausgeben. Punkt 1 war, die Kommunen haben nicht genug und deshalb macht das aus der eigenen Tasche. Das heißt, dass Bezahlen von Material ist bei Lehrern durchaus ein akzeptierter Anfang und wird auch viel gemacht. Ja, es ist kein Problem dafür, für Material bei Lehrern Geld zu geben. So, das ist eben hier Konsens gewesen. Nur zum Festhalten. So, ich möchte dann einen kurzen Kommentar machen zu den digitalen Schulbüchern und digitaler Unterricht. Dieser Blog, der im Moment auch was im Blog, dieses Portal, was passiert wird. Wenn man sich da die AGBs durchguckt, machen die digital genau das, was sie vorher im Analog machen. Das heißt, wenn ich es jetzt digital kaufe, darf ich es nicht analog verwenden. Wenn ich es digital kaufe, darf ich es nicht einfach auch jemand weitergeben, sondern es ist wieder auch nur für mich. Ich kann das unter der Verwertungsperspektive verstehen. Das ist aber im Analogen problematisch, wenn wir das digitale Unternehmen haben, und es ist genauso problematisch, wenn ich das gleiche Prozedere jetzt im digitalen produziere. Und diesen digitalen Unterricht, wenn ich den digital schulbuch. Also die AGBs noch gar nicht raus. Von dem digitalen Unterricht bezogen sind auch die AGBs und beim digitalen Schulbuch. Digitaler Unterricht, dieser Blog, ja, dieses Angebot. Ich glaube, es gibt digitale Schulbücher. Achso, digitale Schulbücher. Okay. Ja. Und da sind AGBs. Da sind welche dabei, es ist ein Meter, da sind welche dabei. Da darf ich über das Material, was ich da runterhole. Nein, ich habe sie nicht zurückgegeben bekommen. Also von das Schulbuch, sondern ich habe jetzt von meinunterricht.de beschlossen, auch das Schulbuch, was in einem ähnlichen Bereich wahrscheinlich stand. Wir reden jetzt ganz oft davon, dass es für die Verlage und für die Verwerter immer schwieriger wird, das Geschäftsmodell digital irgendwo ins Digitale zu übertragen. Sie nennen das Medienbruch, den man irgendwie gelöst haben muss. Und die Frage, die man sich dann stellen muss, ist eigentlich, warum ist es so ein enormer Aufwand, in dieses neue Medium reinzugehen? Ich denke, der Grund liegt darin, dass wir ein Medium haben, was einfach ganz neue Möglichkeiten gibt. Und da ist eben dann doch irgendwie die Frage, ist nicht, und Anke hat das eben schon gesagt, ist da nicht einfach ein grundsätzlich neues Denken nötig? Ich will als Lehrer eine Lanze fürs Schulbuch jetzt einfach mal kurz brechen. Ich halte das Schulbuch für eine enorm wichtige Erfindung und Einführung in den letzten 100 Jahren. Es war für Schüler extrem schwierig, eine ganze Bibliothek dabei zu haben. Es war teuer für die Schulen, Bibliotheken anzuschaffen, in denen alle Schüler sitzen und lernen konnten. Das heißt, eine Reduzierung des Materials auf ein Buch, wo alles Wichtige drinsteht, ist super.
Materialzentrierung. Wenn der Schüler aber heute mit dem Smartphone Zugriff auf alles Material der Welt hat, und nehmen wir jetzt einfach mal nur die Wikipedia als Materialressource, dann brauche ich das Schulbuch eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, didaktisch aufbereitetes Unterrichtsmaterial ist noch ein Plus obendrauf, aber eigentlich brauche ich es nicht mehr. Ich brauche Medienkompetenz, ich brauche kritisches Bewusstsein, all das, was ich auch bisher brauchte, das wird heute noch wichtiger. Aber die Materialgrundlage hat sich mit dem Smartphone in der Tasche halt total gewandelt. Ich brauche das Schulbuch nicht mehr. Ich kann theoretisch den Unterricht machen, ohne dass Schülerinnen und Schüler ein Buch haben, wenn die Medienausstattung in den Schulen entsprechend ist. Und da ist es im Moment so, dass in meiner 10. Klasse 80%, mehr als 80% der Schülerinnen und Schüler ein WLAN-fähiges Endgerät haben. Wenn sie es benutzen dürfen. Im Unterricht dürfen sie es in der Regel dann doch benutzen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Im Unterricht, richtig. Sonst nicht. Aber auch das ist ein Problem. Ja, natürlich. Aber das ist auch kein Problem. Es geht aber nicht darum, jetzt Klischees zu reproduzieren, sondern Fakt ist, dass die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler einfach in den letzten Jahren gestiegen ist. Das heißt, wenn wir da noch 5 Jahre weiter denken, ist es wahrscheinlich kein Problem mehr. Das sollten wir in diesem Bereich nicht nur 5 Jahre, sondern gar 10 Jahre. Dann wird es wahrscheinlich kein Problem mehr sein, dass Medien in der Schule verfügbar sind. Und da ist die Frage, brauche ich da ein Buch, brauche ich da ein digitales Buch? Und vielleicht den Rückenschlag gleich zu OER zu machen, wie ist das mit der Qualitätssicherung? Denn da sehe ich eine Möglichkeit für die Verlage in Zukunft, auch Geld der Lehrer, die zum Anfang meiner Rede zu kommen, wieder abzuschöpfen. Das zahle ich nicht gerne. Jürgen, Anke. Ich würde mich ganz kurz die Qualitätssicherung plus 1 und dann nehme ich mein Schild runter. Gut, Jürgen. Ich zieh zurück, das passt. Du ziehst so an. Ich will nicht nur rummeckern, ich will auch Ideen mitgeben, was man so vielleicht anders machen kann, damit man doch nicht ausstirbt. Und zwar glaube ich, dass in der heutigen Zeit, also ich glaube nicht, dass Bücher aussterben. Ich habe auch zu Hause hunderte von Büchern, ich kaufe auch immer noch welche. Ich glaube aber, dass im Unterricht ganz oft Bücher als gedruckte Ware wahrscheinlich zu langsam werden für unsere rasante Zeit. Dauernd ändert sich irgendwas, hier und da entwickelt sich was, alles ein schöner, neuer, anders. Und ich glaube, wenn man dann vielleicht umsteigt auf Medien, die eher digital sind, aber die es auch Print gibt, aber nicht mehr als ein Buch, weiß ich, Biologie Klasse 9, sondern das mehr Einzelteile modularisiert, Kapitel, Themen, die Steinzeit, was auch immer, so in der Art, und das dann zum Beispiel als Bundles vermarktet, die O'Reilly macht, das kennen Sie vielleicht, Technik und IT-Verlag oder Content-Vertreiber mit Sitz in den USA, die machen fast alles mit Bundles. Ich kaufe irgendwas als Print und kriege für so viel mehr Preis die Rechte auch digital, kann es mir runterladen. Ich kann auch beides einzeln kaufen, dann kostet das Digitale viel mehr. Das macht auch die Taz schon in Deutschland. Ich habe ein Print-Taz-Abo, tatsächlich noch, aber für 1 Euro in der Woche kriege ich auch das digitale Abo, das sonst 10 Euro kostet. Also diese Bundles halte ich für eine ganz gute Idee. Und eine andere Sache, die man sich von jedem Handy-Provider abrufen kann, ist eine Flatrate pro Nase, wo man sagt, weiß ich, Schule, 500 Schüler, wenn ihr mit uns einen Vertrag haben wollt, qualitätsgesichertes, alle Lehrmaterialien digital, analog, an die Wand werfen, nicht an die Wand werfen, macht pro Schüler Flatrate pro Kopf und dann könnt ihr das alles haben und machen, was ihr wollt. Kopieren, remixen, ausschneiden, digital und analog etc. Das halte ich für Möglichkeiten, die wir in Zukunft haben und die das Überleben von Lehrmittelverlagen durchaus sichern können, weil sie in die Zeit passen. Jürgen wollte auch noch kurz was anmerken. Das passt jetzt nämlich doch dazu. Also es ist ja nicht so, dass es dass vielleicht das Schulbuch in der Form nicht mehr braucht, aber schon ja didaktisch aufbereitete Materialien. Und wenn ich mir meine Reformschule, die ich kenne, also meine Töchter waren von der Reformschule Grundschule und sind jetzt erst von der Reformschule weiterführend, die haben als allererstes gelernt, was man sonst vielleicht bei einem Finanzbeamten erwarten würde, irgendwie kopieren, Lochen abheften, Ordner anschaffen und so weiter, weil sie wirklich ganz viel mit Blättern arbeiten. Also ich würde sagen, 80-90% von diesem Material, was sie in der Schule kriegen, sind zusammengestellte Kopien. Und das sind auch ganz großen Teil von Schulbuchverlagen, das Material, in dem erstellt wurde. Und ich glaube auch, dass tatsächlich ganz viel von dem eigentlich die Lehrer bezahlen wollen. Es gibt ja auch mehr Geld als die 30 Euro, die wir angesprochen haben. Also
Materialien, die von Schüler, Lehrer, Eltern so bezahlt werden. Es gibt die Pauschalen, die an die Schulen bezahlt werden, durch den Schüler nochmal und so weiter. Es gibt ja irgendwie, der Markt ist ja größer als 30 Euro pro Kopf. Für Lehrmaterial insgesamt. Also ich kassiere noch, zahle ja auch nochmal mindestens. Ja. Befragung war das erste Thema, also Fragen der Schulen mit zum 52a. Als der Vertrag gemacht wurde, sind alle Schulen in Deutschland sehr präzise darüber informiert worden, was sie damit machen können. Und auf einfachste Art und Weise, das war für jeden Lehrer sofort verständlich. Also, der hat da nicht in dunklen Teich gefischt und gefragt, was geschwitzt wird, gesagt, oh Gott, ich bewege mich, sondern also, gesagt, die schwierigen Fragen, der war ganz einfach gesagt, das aus Zeitungen, aus wissenschaftlichen Büchern, aus elektristischen Werken, und anderen Werken, dass sie dann keine Einscanner zu nutzen, dann Unterricht und so weiter und so fort. Von daher habe ich die beiden Ergebnisse für, also durchaus ein Bewusstsein der Lehrkräfte erzielt, also auch ein Kenntnis der Situation. Schultrojaner haben Sie angesprochen, hat es nie gegeben. Die haben eine Plagiatsoftware ausgemacht in dem Vertrag und haben ja gesagt, wir wüssten gerne mal, ob sich die Schulen an unseren Vertrag überhaupt halten. Das war der Hintergrund. Und dann haben wir gesagt, wir stellen eine Datenbank zur Verfügung und die Schulträger spielen über 1% der Schulen an einem Jahr ein, das sind 400 Schulen, und gucken auf den Schulserver nach, ob da aus Versehen ein Digitalisat gelandet ist, was wir nicht landen sollen. Wir hätten die Daten. Wir müssen ja die Datenbank zur Verfügung stellen. Über Texting haben wir die dann nicht. Von daher, das ist unsere einzige Aufgabe. Der Vorschlag ist in den Verhandlungen aufgekommen, der ist breitbart nicht akzeptiert worden. Aber nicht von den tatsächlich Betroffenen. Nee, den haben die entwickelt, den Vorschlag. Ja, klar. Also man möchte ja wissen, beim Vertrag eingehen, hält sich überhaupt da einer dran oder keiner? Das ist wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das war dann also so eine minimalinvasive Operation gewesen. Das ist nicht minimalinvasiv, nee. 400 Schulen. Also minimalinvasiv sieht anders aus. Bei 1% der Schulen und Privatrechner waren nie, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, aber Privatrechner waren nie involviert. Es war mit Ihnen in Debatten. Es war durchaus. Aber wir diskutieren das bringt uns doch jetzt gar nicht mehr weiter. Wir diskutieren jetzt über das Thema von gestern, weil wir gesagt haben, wir wenden den nicht an. Wir haben uns mit den Lehrerverbänden zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir sehen das Problem, dass ihr genauso wie wir, das war am 30. Dezember in Berlin. Und dann nutzen wir es eben nicht. Und dann müssen wir sehen, dass wir eben das Geld zusammenbekommen, damit wir halt Medien jeglicher Art in die Schule kriegen können. So. Audio, weiß ich jetzt nicht, also das habe ich jetzt nicht richtig mitgeschrieben. Audio brauche ich nicht richtige. Audio ist einfach im Grunde dasselbe Problem bei Print, dass eben da auch teilweise natürlich kopiergeschützte CDs dabei sind und wo eben genau in den AGBs dann auch wieder drinsteht, die darf nicht in Schulnetzwerke eingebrochen werden. Ja. Was aber eben, was wir ganz am Anfang ja sagten, sehr oft an der Wirklichkeit von Unterrichtsvorbereitung meilenweit vorbeigeht. Gut, okay, da kann ich jetzt insofern replizieren, als ich sage, wir haben dieses Problem des Medienbruchs erkannt. Wir müssen halt sehen, wie wir das lösen. Wir wollen das, wenn es geht, in diesem Jahr lösen, dass halt eben solche Anwendungen möglich werden. Lehrer wollen Geld ausgeben. Kommunen, tja, wie viel Lehrer im Jahr ausgeben, hat niemand zu wissen, können wir alle nur trefflich drüber spekulieren. Wir wissen es nicht. Die Daten werden nicht erhoben. Und also persönliche Beobachtung traue ich da nicht. Dann kam hier vom Kollegen Delius der Hinweis auf, dass er ganz viel Geld ausgeben will in Berlin, da bin ich sehr gespannt. Ob das alles, kann das nicht alles mitschreiben, wofür er das ausgeben wollte. Aber das waren sehr viele Einzelpunkte, also unter anderem für OER-Materialien und so weiter. Ja, dann sind wir schon beim Thema, oder habe ich jetzt noch was vergessen? Haben Sie noch was diskutieren können? Die Idee ist, hatte ich vorhin noch, dass Materialien zwischen 7 und 16 Uhr nutzbar sind. Das sehe ich nicht. Weil wenn ich eine Lizenz habe, kann ich mir ja immer nutzen. Aber vielleicht kann er das nachher nochmal erläutern, wenn das jetzt wirklich ein Punkt gewesen ist. Vielleicht, also ich weiß, den Schulserver, ist das eine Begrenzung auf X bis Y Uhr? Wieso?
Weil wenn ich unten in der Schule schlafe oder wenn ich abends bei Kindern unterbringe, aber der läuft doch durch 24. Dieser 52a beschränkt sich doch nicht örtlich auf die Schule. Also aber vielleicht bezieht es sich auf diese etwas seltsame Formulierung nur zur Veranschaulichung im Unterricht. Das heißt, wenn man auf dem Schulserver. Ja, nein, aber man darf es nur benutzen zur Veranschaulichung im Unterricht. Und ich meine, wenn man es jetzt ganz eng auslegt, dann bedeutet das, man kann es nur im Klassenraum direkt im Unterricht benutzen und gar nicht von außen drauf zugreifen. Weil es ja in der Tat, das wurde ja vorhin angesprochen, untere Formen, unterschiedliche Formen im Unterricht. Ne? Ich würde sagen, wir fangen bei uns an, um jetzt in den nächsten Themenbereich reinzukommen. Wir sind jetzt bereits Das betrifft jetzt Educational Resources und eben mit Open Access Bereichen für Universitäten. Da möchte vielleicht der Andi ein bisschen was dazu sagen, weil ihr seid schon scharf in der Basisposition. Ähnliche, die Nummer kriegen. Gut, fass mich jetzt gleich auf den kalten Fuß im Stab. Aber vielleicht fang ich doch mal an. Ja, da freut mich einfach, dass wir ein bisschen auf die Universitäten zu sprechen kommen, denn da ist die Situation im Urheberrecht tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt an Universitäten auch ähnliches Problem, also wir kennen das Lehrmittelproblem auch dort. Mir wurde sogar auf Twitter gesagt, ich soll unbedingt mal ansprechen, dass die Lehrkräfte an den Universitäten typischerweise nur Papier verkaufen dürfen und keine PDFs von Lehrmaterialien geben dürfen, weil das entsprechend nicht durch die Lizenzverträge abgedeckt ist, also das gibt es da auch. Aber was das Thema der Universitäten angeht, ist, man sitzt so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Denn die Universitäten, sprich also die Wissenschaftler, sind ja zum Teil Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken, das heißt sowohl in Bildung als auch Forschung, als auch natürlich, also auch Erzeuger, Urheber von urheberrechtlich geschützten Werken. In typischerweise Bücher, Fachartikel, ähnliches. Ich selbst bin ein sehr großer Verfechter der ganzen Open Access Idee. Wie geht es vielleicht? Ich muss gerade gestehen, ich habe eure Paper nicht gelesen. Ja, das hat nur mit Schule zu tun. Genau. Okay, ich weiß nicht, wollen wir dann direkt, wie wollen wir das handhaben? Wollen wir vielleicht, dass das zuerst abhandeln und dann irgendwie. Wir sind schon relativ frei so von der Zeit, dass man direkt in den Bereichen Open Access reingehen. Dann schließen wir die Schule ab jetzt, oder wie? Würde ich vorschlagen, oder? Oder hat jemand noch ganz dringend Bedarf, noch was zum Themenkreis Schule beizubringen? Weil es betrifft ja auch noch der Bildungs- und Forschungsbereich. Gut. Können Sie nicht vielleicht nochmal laut sagen? Ja, ich sehe gerade folgendes Problem. Es geht jetzt ums Thema Schule, um das Thema Uni, wo wir gewechselt werden, und wir haben das Thema OER auf dem Schirm. Und ich würde hier gerne differenzieren zwischen OER mit einer Schwerpunktfokussierung auf Schule und Open Access auf Uni. Das mischt zwar beides, kann man mit beiden irgendwo abdecken, aber OER als vielleicht doch tendenziell eher didaktisiertes Material hat auch so einen schulischen Fokus und Open Access ist eher ein Thema, was an den Schulen weniger und auch an den Unis mehr da ist. Von daher würde ich gerade, was die Geschäftsmodelle der Schulbücher schon hier nochmal kurz behandeln. Aber ich würde jetzt auch gerne Statement erstmal zu diesem Papier, was ja ähnlich zu unserem ist, ruhig annehmen, bevor ich da jetzt irgendwo ins Blaue was sage. Ja, also vielleicht sage ich mal ganz freundlich, also derjenige, der das Papier geschrieben hat vom schulischen Markt, nur bedingt Kenntnis. Also der erste Punkt ist der, wir haben eine hochgradige Wettbewerbssituation im schulischen Markt. Eine hochgradige. Und zwar auf allen Ebenen. Wir haben in der Tat drei große Verlagsgruppen und wir haben in der Tat 84 andere Anbieter noch, kleine und mittelgroße Verlage. Die 10%. Wie bitte? Die 10%. Die machen mehr als 10%, das weiß ich nicht. Das können wir auch können sagen, wie wir wollen, mit Druckereien mitrechnen, dann haben wir wahrscheinlich da mehr als 10%. Die Verlassanteile sind mindestens, also sind mehr als 10%, deutlich mehr als 10%. Die Verlage veröffentlichen auch keine Daten.
den Großen, das ist halt immer sehr schwierig. Also ich kann sagen, gemeinsam Männer zu kommen, die Großen haben natürlich einen großen Marktanteil, die Kleinen und andere Marktanteile. Lassen wir uns jetzt nicht auf einzelne Zahlen kennzeichnen für den Markt, aber unter den Großen, die zwischen den Großen und den Kleinen, die unter den Kleinen und unter den Mittleren, eine extreme Wettbewerbssituation. Und diese Wettbewerbssituation spielt sich nicht auf einer nationalen Ebene ab, weil wir keinen nationalen Bildungsmarkt haben. Die gibt es nicht. Wir haben 16 regionale Märkte mit jeweils 10, 12, 15 Schulformen. Ich rechne mal die beruflichen Schulen als eine Schulform, die differenzieren sich endlos auf. Und wir haben eine darauf abgestellte Produktion, die runtergeht bis auf 800 Lerner Latein, erste Fremdsprache, Klasse 11 in Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern sind es bei mir. Das ist so ungefähr die Situation, in der sie sich bewegen. Sie haben keinen nationalen Markt, sie haben regionale Märkte, die sich aufsplittern bis zu minimalsten Zahlen. Eines der Fächer, die noch einigermaßen repräsentativ sind, ist meinetwegen Englisch als erste Fremdsprache. Da kommen sie auf 30.000 bis 40.000 Lerner in einer Jahrgangsstufe. Und in all diesen Segmenten findet der Wettbewerb statt. Sich hier hinzusetzen und zu sagen, der Markt sei wettbewerbsschwach bei zurückgehenden Schülerzahlen, bei rückläufigen Schulbuchbudgets, kennt diese Markt nicht. Das Zweite ist, dass die Behauptung, die Eltern hätten hier jetzt nichts mitzureden bei Schulbuchentscheidungen. Man könne die Bücher nicht vergleichen, weil das ist prinzipiell so schwer, die Bücher nebeneinander zu legen und zu gucken. Und das wäre digital viel einfacher. Und die Lehrer hat gesagt, kennt also die Realität an den Schulen nicht. Gerade in den Ländern, in denen die Eltern verantwortlich für die Schulbuchbeschaffung sind, haben die ein sehr explizites und konkret vorgeschriebenes Recht auf Mitbestimmung. Das geht runter bis in die einzelnen Fachkonferenzen. Sich dahin zu stellen und zu sagen, also die Eltern hätten da keine Kompetenzen und hätten keine Rechte, das ist einfach falsch. Dann muss man zum Dritten sagen, Lernmittelfrei ist hier der verkehrte Begriff, Lernmittelfrei ist der richtige Begriff. Lernmittelfreiheit gibt es in Deutschland in fast 16 verschiedenen Varianten. Darunter fällt sogar das Mieten von Unterrichtsmaterialien, die in Niedersachsen. Sie haben darunter eine vollständige Lernmittelfreiheit wie in Hessen, wo kein Schüler zwangsweise etwas bezahlen muss und alles vom Staat, vom Land. Wir haben eine Situation wie in NRW, wo ein Drittel die Eltern und zwei Drittel die Kommunen zahlen. Also eine denkbar große Mischung. Nur um das nochmal ganz deutlich zu machen. Und nur mal zur Korrektur von drei wesentlichen Punkten dieses Papiers, es gibt da noch eine ganze Reihe mehr, die man halt auch noch ansprechen könnte, da haben wir keine Zeit mehr. Wenn man jetzt auf das Thema OER überschwemmt, müssen Sie sich mal überlegen, was Sie gerne hätten und wie Sie gerne die Situation, die Rahmenbedingungen gestaltet haben wollen. Sie können selbstverständlich alles das Geld, was also für Lernmittel im Moment in Deutschland ausgegeben wird und irgendeine Stiftung vergeben und der sagen, machen wir mal bitte schön Schulbücher und Unterrichtsmaterial, machen wir didaktisch auch bereit, Konzepte. Dann, Otto Schalk, brauchen Sie keine Verlage mehr. Dann haben Sie halt eben mehr oder weniger das Ganze an einen Dritten abgegeben, das ist das polnische Beispiel, in dem Sie sagen, der soll mal eine Bildungsmedieninstanz sein. Damit kann ein Verlag konkurrieren. Deswegen werden die Bildungsmedienverlage in dem Fall, wo sie das tun, nicht weiter produzieren. Die werden nicht mehr weiter existieren. Ist ganz klar. Wir haben noch, wo ist es? Was gibt es dazwischen? Wie heißt denn die Institution, die das Geld kriegt mit den Materialien? Also, Sie haben doch auch Amerika angesprochen. Das klassische Beispiel ist doch die Bill und Melinda Gates Foundation, Schwarzenegger-Initiative. Da ist doch Schwarzenegger hingegangen und hat gesagt, der Staat Kalifornien ist doch gerade verschuldet. Wir kriegen auch keine Steuererhöhung durch und deswegen müssen wir am Bildungsbudget sparen und vor allen Dingen müssen wir an 600-700 Millionen Dollar teuren Schulbuchbudget sparen. Und dann hat er gesagt, ich nehme die Hälfte von dem Geld, 300 Millionen, und gebe das der Gates Foundation. Und die Gates Foundation kriegt von mir den Auftrag, K-12 curriculum-basierte Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, die ich kostenfrei an alle Schulen in Kalifornien verteile. Das war das perfekte OER. Mit allen Rechten. Wir konnten machen, was wir wollten.
wenn Sie das in Deutschland machen, wenn Sie die Siemens-Stiftung nehmen, die Hertie-Stiftung nehmen, die Bertelsmann-Stiftung nehmen, denen das ganze Geld geben, haben Sie kein Geld mehr für traditionelle oder für generelle Bildungsbildung außerhalb. Also das hat ja niemand am Tisch gesagt, bitte geben Sie Das ist aber der Gedanke, der hinter OER steckt. Nein. Wenn ein Verlag das machen würde. So, also das lese ich zumindest aus dem Papier D64, wo das als Beispiel genau angeführt wird. Ja, das ist ja ein sozialdemokratisches Papier. Das ist ja der, aber können wir an der Stelle nicht auch nochmal zu der Frage von Felix von vorhin zurückkommen? Warum kommen Verlage denn nicht auf die Idee, dieses Thema Qualitätssicherung sich mal anzueignen? Und warum sind Verlage denn nicht so selbstbewusst, dass sie sagen, wir machen das, also wir denken in diese Richtung? Warum? Also die Tatsache, dass sie sagen, dass Verlage weg sollen, das ist ja ihr Schluss daraus. Ich lese das auch nirgendwo raus. Okay, also wir betreiben die Frage Qualitätssicherung und die Frage von OER. Qualitätssicherung betreiben die Verlage von... Warum ist OER automatisch ohne Qualität? Kann man ja nicht trennen. Die Qualitätssicherung findet in den Verlagen, egal bei welchen Medien, von morgens bis abends statt. Ja, die findet anschließend in dem kultusministeriellen Zulassungsverfahren statt. Die findet zum Dritten im Markt statt. Wenn der Kunde es nicht akzeptiert, wird das Produkt nicht verkauft. Schlechte Qualität können Sie im Bildungsmarkt nicht verkaufen. Das geht nicht. Es wird kein Lehrer akzeptieren und die schlechte Qualität erkennen Sie sofort. Bei OER-Materialien wäre es denn so, der Verlag würde ein Konzept entwickeln für eine Lehrwerkreihe, 5 bis 10, und würde dann gleichzeitig den Schulen sagen, okay, und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Dann müsste er einen solchen Preis nehmen, dass er seine Entstehungskosten von vornherein wieder drin hat. Das sind ungefähr beim klassischen Schulbuch für eine Jahrgangsbank 400.000 bis 500.000 Euro. Mal 5 sind 2,5 Millionen Euro. Die digitalen Versionen sind noch ein bisschen teurer. Also digital wird nicht billiger. Ja? Also das ist ein Irrtum. So, und da finden Sie niemanden, der in den Kultusministerien oder in den Kommunen das bezahlen würde. Deswegen ist dieses Geschäftsmodell erstmal im Moment nicht denkbar bei den Budgets, die wir haben. Das können Sie nicht umsetzen. Das ist vielleicht nicht einhalten, da genau das Gleiche wie mit dem Vorschlag von Frau Donstadt-Berg vorhin. Das sind ja alles denkbare Varianten, nur im Endeffekt bestimmt die Nachfrage das Angebot. Kein Verlag, da bin ich mir ziemlich sicher, in Deutschland würde, wenn da ein Markt wäre, eine Nachfrage wäre, nicht bereit sein, in sämtlichen Lizenzformen zu denken, die nachgefragt werden, so sie denn bezahlt werden. Das Problem ist nur, dann drehen wir uns wieder so ein bisschen im Kreis, die Verlage sind auf den digitalen Zug aufgesprungen, haben immense Kosten versenkt, es wurde nicht abgenommen, weil die öffentlichen Haushalte gesagt haben, wir finanzieren das nicht. Sie haben aber auch alles schlecht zu machen, Sie haben Also ich glaube, dass die Verlage, wenn die Nachfrage da wäre und die Abnahme da wäre, dann würden sie jetzt machen, was gewünscht ist. Ja, es geht auch im Wesentlichen darum, Inhalte in die Schulen zu transportieren. Genau. Und da muss man halt nur diese beiden Nachfrage und Angebot muss man matchen. Das ist in jedem Wettbewerb, und ich meine, wir leben hier in Deutschland, da wo eine Nachfrage ist, entsteht automatisch das entsprechende Angebot dazu. Ja? Das Problem ist nur, dass die Nachfrage in der Regel durch die öffentliche Hand generiert wird. Und die braucht die Gelder dazu. Und wenn die Verlage jetzt mehrfach auf die Nase gefallen sind, weil jemand mal über eine Nachfrage laut nachgedacht hat, die sofort auf den Zug aufgesprungen sind, das war ja vorhin noch die Frage, warum ist das denn nicht längst alles schon so? Die sind aufgesprungen und dann hinterher wurde die Nachfrage nicht erfüllt. Ganz kurzes Beispiel dazu, nur um das plastisch zu machen. Wir hatten eine Rechtsstaatreform vor einigen Jahren. Die kam relativ kurzfristig, dass sie tatsächlich kommt. Die war lange umstritten, dann ist sie gekommen. 16 Bundesländer haben gesagt, wir schaffen, das ist absolut nachvollziehbar, wir schaffen neue Lehrwerke nur dann an, wenn sie der neuen Rechtsstaatreform entsprechen. Fast 90 Verlage in der Bundesrepublik Deutschland haben alle Werke umgestellt, weil sie wussten, die bisherigen Werke können sie morgen schon nicht mehr verkaufen. Die sind aber nicht gekauft worden. Die haben produziert, haben die ganzen Sachen, die auf Lager hatten, mussten in den Müll schmeißen. Und die Schulen haben aber ihre Budgets nicht entsprechend angepasst. Was die gemacht haben ist, die haben 4, teilweise 6 Jahre lang immer noch die alten Schulbücher, die sie mal angeschafft haben, an die Schüler verliehen, ausgeliehen. Die Verlage haben Millionen investiert, um ab morgen lieferfähig zu sein, weil ganz klar war, es wird kein Werk mit der alten Rechtsstaatreform angeschafft, die sind aber nicht abgekauft worden. Das heißt, nach außen hin hieß es, es wird nur noch neue Rechtsstaatreform angeschafft. Faktisch hat man die Schulen, also die Schüler, über Jahre
noch mit den alten Werken arbeiten lassen. Ja, man hat natürlich nicht alle. Ganz kurz, und genauso ist es natürlich mit der digitalen Geschichte auch. Ja. Ich habe seit Jahren darüber nachgedacht, Mensch, man muss mehr digital in der Schule machen. Es wurden die Netze ausgebaut, die Schulen wurden ans Internet angeschlossen, aber es gab keine Budgets, um die entsprechenden Inhalte zu beschaffen, die die Verlage aber sofort produziert haben. Und jetzt ist einfach so ein bisschen das Problem, dass ich da Angebot und Nachfrage matchen muss, damit ich das hinkriege. Der zweite Punkt, vielleicht noch zu Herrn Schaumburg, der das ja richtig angesprochen hat, meines Erachtens auch zum Thema Qualitätssicherung. Ich glaube, das ist der ganz große, wichtige Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Jeder sagt, und Sie sagen ja auch im Wesentlichen, Bildung ist verdammt wichtig. Bildung ist für die Zukunft wichtig. Bildung ist im Endeffekt das, womit wir gerade in Deutschland in der Zukunft irgendwas erreichen können und wie wir unseren Standort sichern können. Wenn man sich dann aber anguckt, was in Bildung investiert wird, ja, dann ist es ein Bruchteil von dem, was in die, Sie hatten das vorhin gesagt, Herr Delius, was allein in die Bauten investiert wird. In die Bauten, da fiel allein für in Berlin 1 Milliarde Euro, muss investiert werden in die Bauten. Ein Bruchteil davon steht für Inhalte zur Verfügung. Und da stimmt was nicht. Ja? Ich kann nicht die ganze Zeit sagen, Bildung ist wichtig, Bildung ist wichtig, das ganze Geld woanders investieren und hinterher sagen zu den Lehrern, wir bedauern euch alle sehr, dass ihr an die Inhalte nicht rankommt. Das ist meines Erachtens in der Tat hier eine Aufgabe, die Nachfrage zu generieren und auch die Finanzierung sicherzustellen. Also da würden wir uns den Piraten sehr verbunden fühlen, wenn sie sicherlich als Partei in den Landtagen, die auch im Bund darf, also vor allem in den Landtagen dafür einsetzen können, dass die Bildungsbudgets also drastisch und deutlich erhöht werden. Denn es kann nicht, die Antwort kann ja nicht sein, ich fahre die Bildungsbudgets gerade für Bildungsmedien weiter runter und signiere dann über Bundesgesetze nach, um den Zugang dazu kostenfrei, kostengünstig, kostengünstig zu erleichtern. Das kann ja nicht die Antwort sein, also, sondern wenn Bildung dieses hohe Gut hat, dann brauchen wir auch eine solide Finanzierung davon. Und jetzt hatten wir gestern auch mit dem Vortrag drüber gesprochen, da kamen wir auch zu einer ähnlichen Lösung, dass natürlich mehr Geld zur Verfügung sein muss im Bildungsbereich, aber wie diese Gelder nun verteilt werden, ob die klassische Situation, wie es momentan stattfindet, so richtig ist oder ob Feinjustagen passieren müssen, das ist dann ein separater Diskussionsbereich. Ich würde jetzt aber ganz gerne überleiten. Darf ich ganz kurz einen Satz, ja? weil Herr Schaumburg das vorhin zu Recht angesprochen hatte. Und nochmal hier viel Qualitätssicherung. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man einfach im Auge behalten muss bei der Diskussion im OER. Was die Schulbuchverlage im Endeffekt machen und seit Generationen machen, ist, dass sie sicherstellen, dass ein Schüler, der in der ersten Klasse mit Mathematik 1+1 anfängt, in der 13. Klasse bei Integralrechnung sonst was ist. Das heißt, dass sozusagen ein Leitmedium da ist, was die Schüler durch die gesamte Klasse 1 aufnimmt, wieder in der Klasse 2, durch die gesamte Klasse 2 etc. bis zur Klasse 13 führt. Was für den Lehrer natürlich meines Erachtens eine unheimliche Erleichterung darstellt. Der Levius sagte vorhin, Lehrer sind nicht dazu da, oder es kann nicht deren primäre Aufgabe sein, Produkte zu basteln. Genauso ist es meines Erachtens auch so, dass der Lehrer sich nicht primär dazu kümmern kann, vor jedem Schuljahr seinen eigenen Lehrplan herzustellen, wo er aus allen möglichen OER-Quellen zusammenbastelt, was denn jetzt Inhalt dieses Jahres sein kann, und dann auch noch abgleicht, dass am Ende des Schuljahres 1, es gibt ja bestimmte Bildungsstandards, die ich in jedem Jahr erreicht haben muss, der Lehrer muss dann sozusagen noch sicherstellen, dass seine ganzen Kids, die er betreut hat diesem Jahr, bei dem Bildungsstandard, der für diese Klasse gefragt ist, angekommen sind. Und das ist im Endeffekt das, was die klassischen Lernmittel erleichtern und was sie sicherstellen, dass die Schüler und damit auch die Lehrer immer da ankommen, wo sie hin müssen. Ja? Und wie man das dann hinterher umsetzt, mag man diskutieren, aber ich denke nicht, dass einfach ich Quellen schaffen kann, Informationspools im Sinne von OER, wo ich sagen kann, Materialien sind alle da, liebe Lehrer, wir lassen euch drauf los. Und dann sorgt man dafür, dass die Schüler da landen, wo sie landen sollen. Das ist wieder so ein bisschen, wie Frau Dörnfeld-Berg vorhin sagte, meines Erachtens umgekehrt der Fall. Ich habe diesen Raum mit den Leuten, schmeiß was rein und sage hinterher, jetzt werdet damit fertig. Das kann der Lehrer nicht. Die deutsche digitale Kultur. Bevor wir jetzt hier endlich dann hier ich komme, wo der Ami schon ganz lange scharf, nee, würde ich ganz gerne hier diese ganze Runde nochmal machen. Das wäre Kelder. Du wolltest was sagen, die Anke wollte noch was sagen, die Kelvi wollte noch was sagen. Und dann hat Andi wirklich eine große Rolle. Da kann er jetzt so verraten. Ja, dann ist es ja schon so weit in der Zeit, wie der Andi.
der kam nur wegen so gesprochen. Diesmal tust du mich nicht an, ich verkleinst mich richtig, wenn ich hier zu lange rede. Ich kann mindestens genauso lange reden wie du, aber ich schaffe doppelt so viel in der Zeit. Ja, also der Runde nach Keller, bitte. Ja, ich denke, was man jetzt wirklich auch in dem Wortbeitrag von Herrn Bernhard gemerkt hat, ist, es gibt ja Bereiche, wo Verlage durchaus eine Aufgabe haben, im Bereich Qualitätssicherung, im Bereich Abdecken der Lehrpläne, im Bereich auch Print. Ich denke, viele Schüler werden nach wie vor auch lieber noch ein Buch in der Hand haben wollen, auch wenn es digitale Medien gibt. Es gibt viele Bereiche, wo sozusagen dort ein Service bestehen wird. Zu dem Thema, Sie sagten, es ist schwierig, Fotografien zu kriegen. Wikimedia Commons, es gibt massenweise Fotografien, die unter freien Lizenzen auch stehen, die auch benutzt werden können für den kommerziellen Bereich. Und insofern, es gibt ja sozusagen schon freie Inhalte im Internet. Und wenn man das eben aufmacht, dann haben auch die Verlage die Möglichkeiten, diese Inhalte zu integrieren, da wieder Produkte draus zu schaffen, die sie auch wieder anbieten. Wir haben im Moment die Situation, dass die Mittel, die eingesetzt werden, die Verlage werden schon finanziert durch die öffentlichen Gelder, primär die bei ihnen ankommen. Und ich denke, wenn dort öffentliche Gelder reingehen, wenn damit Content produziert wird, dann sollte der auch der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, zur Benutzung, zur Verwendung. Es ist klar, dass sie dafür bezahlt werden müssen, aber warum müssen diese öffentlichen Inhalte, die öffentlich finanziert werden, dann immer so eingeschränkt nur zur Verfügung stellen? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der dort auch in dieser Debatte mit drin ist. Und ich denke auch, für Sie ist es eine Arbeitserleichterung, für Ihren Content ist es leichter, wenn Sie Quellen von außen mit reinnehmen können. Voraussetzung ist natürlich, dass Ihre Sachen auch wieder zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube nicht, dass die Verlage untergehen, wenn sie mehr Inhalte frei verfügbar machen und auch die Nutzung der Inhalte in den Schulen durch die Schüler, auch die Veröffentlichung dieser remixten Inhalte damit möglich machen. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie Schüler und Lehrer mit Medien umgehen werden in der Zukunft, wird dort viel mehr stattfinden an eigener Kreativität, eigener Nutzung, eigener Verwendung. Und man sollte ihnen das nicht versperren, diese Inhalte auch wieder zugänglich zu machen für andere. Das schließt an, wenn der Preis stimmt, geht das auch. Ja. Also mich hat ein wenig irritiert die Diskussion gerade oder die Argumentation, dass Lehrer da nicht irgendwas zusammenbasteln sollen. Also das ist ja eigentlich mein Hauptjob so, meine ich. Ja, also das mag vielleicht in Mathematik funktionieren mit einem Buch, aber in keinem meiner Fächer funktioniert das mit einem Buch. Also ich habe Deutsch, da funktioniert es nicht. Da kopiere ich immer aus allen Büchern was zusammen und aus dem Netz und aus aktuellen Tageszeitungen und so weiter und so weiter. Und in Wirtschaftswissenschaften ist es ein Ticken fast noch schlimmer, ne? Weil ich in Volkswirtschaftslehre, da mache ich fast nur aktuelle Sachen und da gibt es kein Buch. Also die Bücher bilden vielleicht so ein bisschen irgendwo mal ein Modell ab, aber nichts, was jetzt aktuell passiert. Also das heißt, das kopiere ich die ganze Zeit irgendwo aus irgendwelchen Quellen zusammen. Also mich würde noch interessieren, wie stark die Verlage tatsächlich sich aktiv bemühen, diese neuen Konzepte tatsächlich auch für sich zu erschließen. Denn ich habe momentan den Eindruck, dass man immer noch sehr den Fokus auf diese Rettung der alten Märkte, der alten Vertriebswege hat, die man eben irgendwie ins digitale Zeitalter rüberrettet, während diese Definition von Bildungsverlagen oder auch generell Medienherstellung, der Mehrwert ist ja diese Didaktisierung. Wir haben hier absolute Didaktisierungsexperten und das ist ja eigentlich die Dienstleistung, die ja nachgefragt wird von den Lehrern. Das ist ja nicht unbedingt das eigentliche Schulbuch, sondern die Aufbereitung und zwar auch die Modulare, die ich nämlich dann auch in diese, ich sage jetzt mal, Patchwork-Unterrichtsreihen einpacken kann. Und da fehlt mir ehrlich gesagt immer noch zu viel Angebot, also mir fehlt das Angebot und Zukunftsperspektive auch von der Verlagsseite. Denn gerade wenn wir hier über OER sprechen und das so als Gegenkonzept entworfen wird, OER ist durchaus auch ein Marktprinzip und OER widerspricht nicht einer kommerziellen Nutzung. Und gerade eben, wenn ich sage, in diesen Verlagsbereichen haben wir die Didaktisierungsprofis, da entwickelt sich gerade ein neuer Markt und wir reden hier die ganze Zeit über alte Märkte und alte Konzepte. Und insofern ist jetzt einfach auch meine Frage, inwiefern die Verlage tatsächlich aktiv auch Manpower und Geld reinstecken, solche neuen Konzepte zu erarbeiten. Oder wirkt es tatsächlich von außen ganz richtig, dass man vor allem versucht, die alten Vermarktungswege zu gehen. Und das andere, was mich im Moment auch noch stört, ist, dass wir die ganze Zeit auch nur
über die Selbstverständlichkeit der Finanzierung durch die öffentliche Hand geredet haben. Also wir haben natürlich einen Riesenbatzen Geld, der durch die Schulen kommt. Wir haben aber natürlich heute auch die Konzeption lebenslanges Lernen. Wir haben einen riesigen Markt in der außerschulischen Bildung, sowohl für Erwachsene als auch für den ganzen Nachhilfemarkt. Wenn wir hier jetzt nur davon reden, was über die Schulen kommt, deckt es tatsächlich die Fragestellung nicht ab. Also die Schul- und Buchverlage oder generell Bildungsverlage sind breiter aufgestellt und es ist nirgendwo vorgegeben, dass sie tatsächlich den Hauptfinanzanteil ihres Gewinns aus der öffentlichen Hand, aus den Schulen kriegen müssen. Jetzt würde ich gerne die Anke mit reinnehmen und dann... Die Anke will Open Access nicht aufhalten. Ich habe das Schild mir vorhin. Okay, achso. Ja. Ich habe es schon platt gemacht. Okay, gut. Wir wollen dann das Modell. Dann den Martin. Du hältst mich kurz an der Ausgaben und Leistungen für den Schulen. Das Hauptargument, mehr auszugeben, ist das aber viel länger, das zu machen, ist eine Generalklausel. Pauschale Finanzierung, nicht ständig neue Verhandlungen von Sachen, sondern wirklich halt ein vernünftiges Modell, was sich auch in Zukunft trägt. Qualitätssicherung, das im Nachfragesicherheit ist die Idee der Politik, also das wollen wir auf jeden Fall machen, für Bestimmung. Da geht es nicht unbedingt darum, ob es jetzt um Bertelsmann-Lightboards geht, sondern es geht darum, verschiedene Medien tatsächlich Content zu fördern und nicht nur irgendwie die Rezeption zu machen. Und für Sie ganz klar die andere Kontrolle und Einschränkung, ob das ein Schulprogramm ist oder ob das die 52a in diesem Umfang ist oder irgendwie Lizenz, also lizenzrechtliche Modelle oder DRM auf verschiedene Publikationen, das schwächt die Nachfrage. Also wenn Sie Nachfrage haben wollen, dann ist es offen, weil man wollen, dass Sie das Zeugnis verkaufen. OER, das ist mal ein super Hinweis, das ist kein Gegenmodell. Was mir politisch extrem wichtig ist, ist, dass es hinkommt zu einem gemeinsamen Kompatibilitätsmodell zwischen lizenzierten Inhalten, die urheberrechtlich geschützt sind im klassischen Sinne, und offenen Inhalten, die also das Netz haben, dass sie ineinander überführbar sind, von Qualitätsstandards her, den Formaten her und auch von der rechtlichen Situation natürlich. Und dann auch ein schöner Punkt, zusätzliche Quellen, jetzt weiß ich nicht, was ich da ausdrücken kann. Ja, ich hätte jetzt eben schon. Achso, was Birgit sagt, weil das habe ich nämlich nicht gemeint. Lehrer sind nämlich genau die originalen Meetings, also hätte ich vorhin auch gesagt. Also das ist die Aufgabe der Lehrer. Es geht nur darum, dass sie nicht selbst Texte schreiben müssen. Also das ist ein Schulbuch. Haben die anders gemeint. Ich meine nur genauso wenig, wie sie selbst die Texte schreiben sollen, wie sie sagen, ist ja auch völlig in Ordnung. Finde ich, kann es Aufgabe eines Lehrers sein, die ganze Zeit zu kontrollieren, ob er mit dem, was er sich selber zusammensucht, geht er auch daran. Deswegen die Standschüler. Ja. Da muss man sich darauf einigen, das schafft auch Nachfrage, sichere Nachfrage. Die sind ja auch im Markt von Nachfragen. Ich bin, oder? Das wäre mein Punkt nochmal zu Geschäftsmodellen. Weil es auch mein interessantester Punkt ist, man muss als erstes noch einmal ganz kurz ein Disclaimer sagen, dieses Papier ist nicht das, was wir geschrieben haben. Also wir haben ein Papier geschrieben, was auch White Paper heißt, aber was eine Bestandsaufnahme ist und keine politischen Forderungen enthält. Distanzierung. Aber die Bestandsaufnahme, die hier drin ist eben fast inklusive Zitaten und Verweise. Nee, ist eine freie Lizenz. Wir haben es keine Lizenz. Das ist auch gut. Aber ich stelle den Stand richtig. Wir darauf verwiesen worden. Gut. Das war ja nicht das Thema dann. Erster Punkt, der scheint am Tisch selbstverständlich zu sein, aber ich glaube, es ist trotzdem ein wichtiger, weil er gefährlich ist, dass man nicht die Schwarzenegger-Debatte in Deutschland kriegt. Also, dass nicht irgendjemand sagt, wir können Geld sparen, wenn wir das alles digital machen. Und das ist, glaube ich, verführerisch für viele, gerade für Politiker. Und da werden wir uns alle am Tisch einig, man darf nicht vergessen, dass man das andauernd dazu sagen muss. Es geht nicht um Geld einsparen durch dem, was jetzt digital, was vorher analog war. Für die Verlage sehe ich durchaus viel Verträglichkeit mit OER und Berechtigung weiterzumachen. Also das eine ist natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, wenn wir uns angucken, was jetzt bei OER zu finden ist. Dann sind es viele Praktiker, die kleine Sachen austauschen, wo aber eine gewisse Professionalität auffällt, wo ein Standard fehlt, die professionell Materialien kommen im Moment von Lobbyverbänden im OER-Bereich. Ja? Also von, weiß ich nicht, Greenpeace oder Bund der Arbeitgeber oder sonst was.
da muss man stark aufpassen, dass das nicht dasjenige ist, was als OER wahrgenommen wird. Und Verlage haben da einen Pluspunkt, weil sie ein Stück weit unabhängiger dastehen als Wikis. Ein Stück weit. Das zweite ist, der Wettbewerb mit Pauschalvergütung organisieren oder mit Voraussicherheit der Zahlung ist auch vom Weg, nennen wir Ausschreibung. Ich glaube, wenn ein Wettbewerb eine Ausschreibung für so einen Bereich das erste Mal irgendwie Ausschreibung gewinnt, würde ich bei den Verlagen ganz gute Chancen haben, die eine Ausschreibung gewinnen können. Und schließlich nochmal das mit der Qualitätssicherung. Ich glaube, das ist gerade auch für Lehrer total wichtig, weil sie bezahlen alleine dafür, dass es sozusagen bei der Wikipedia, würde man sagen, die gesichtete Version ist. Also irgendwas, wo sie es bedenkenlos montagmorgens anbieten werden können, ohne dass sie vorher gesehen haben, was ist das eigentlich. Okay. Also da kommt man auch zu sagen, ich glaube, das muss die wissen, die rechtlichen Anbieter Schritt. Und wie gesagt, mit Generalklausel da. Ja. Also vielleicht ganz kurz noch die Antwort, Frau Popp. Also ich hatte jetzt den Eindruck gehabt, dass wir eigentlich von vornherein versucht haben, klarzumachen, dass die Verlage, seitdem es eigentlich geht, mehr oder weniger als was sie noch positiv sind, ständig bemüht sind, ihre Geschäftsmodelle, die sie haben, zu prüfen, weiterzuentwickeln und um neue Beine zu stellen. Also es geht hier nicht um alte Welten, neue Welten, um die Verteidigung alter Geschäftsmodelle. Ich habe ja gerade die Verweigerung neu. Ich habe gerade also vorhin gesagt, wir sind in den 80er, 90er Jahren bereits schon in Felder eingestiegen, die leider nicht sehr fruchtbar waren. Wir tun das weiter, wir überprüfen unsere Geschäfte. Das ist der Kern eines einigermaßen dynamischen Unternehmens. Das ist doch ganz logisch. Also wir vertreten nicht die Antike. Also wir sagen nicht, eine Schule muss in Stein meißeln. Oder auf Papyrus schreiben. Ich glaube, das hat auch keine Sinn. Ja, dann kam, wo wollt ihr raus? Ja, also, ihr kam bei ihr raus und sagt, ihr vertretet doch nur alte Geschäftsmodelle und wollt dann nur eure alten Funktionen absichern. Also, da muss man mal sagen, also, so ist der Fall nicht, sondern wir müssen sagen, wenn wir eine kreative Leistung erbringen, dann müssen wir sehen, egal wo wir sie erbringen, egal wie wir sie erbringen und egal mit wem wir sie erbringen, muss die Honorierung anschließend stimmen, sonst geht es nicht. Wir haben aber momentan tatsächlich die Verwertung ausschließlich über Begrenzung und Einzellizenzierung. Also diese ganze Konzeption. Es gibt unterschiedlichste Lizenzmodelle, Sie können Klassenlizenzen kaufen, Schullizenzen kaufen. Es gibt eine für geschlossene Benutzergruppen. Das haben aber genau diese, das diese Benutzergruppen mehr sie verschiedene Modelle und komplizierter. Das steht im Gesetz. Das steht. Nein, sorry. Das ist die Verlage bieten für den, wenn sie die Klassenlizenz kaufen, dann kann die ganze Klasse, egal wann, ob sie am Nachmittag auf dem Dorfplatz mit den Materialien umgehen oder auch nicht. Und wenn die Klasse sich verändert, kann sie das auch noch weiter tun. Also nochmal, keine Vertretung, keine Verteilung alter Märkte ist überhaupt nicht der Punkt. Wir sind, der Verlage hat das vorhin gesagt, wir sind sobald eine Nachfrage da ist, wird sie durch das Angebot. Das andere ist, außerschulische Märkte und Ausgaben spielen für den Schulbuchmarkt gar keine Rolle. Was jemand für die Erwachsenenbildung ausgibt, weil er gerne Chinesisch lernen möchte, das hat mit dem schulischen Markt nichts zu tun. Der Cornelsen und so weiter sind durchaus in diesem außerschulischen Markt sehr, sehr aktiv. Also, kann ja passieren. Das ist, ja, das ist jetzt nicht jetzt, kann mal passieren. Das ist durchaus eine wichtige Einnahmequelle für die Verlage. Ich würde ganz gerne dem Lehrkörper einen letzten Abschluss hinzufügen. Verbinden Sie, hatten gerade eben die Frau Schenk mit dem Herrn Popp verheiratet. Das also, der Lehrkörper. Ja, ich möchte einfach jetzt mal so kurz als Abschluss, weil das ist jetzt gerade fast einfach wunderbar. Ich spiele jetzt mal die Rolle als Lehrer. Ich denke, die Diskussion, die wir jetzt gerade in den letzten 5 Minuten, aber eigentlich in den letzten 2 Stunden hatten, zeigt es deutlich. Ich möchte mich als Lehrer auf meine pädagogische Arbeit konzentrieren. Ich möchte kein Urheberrechts- und Datenschutzgesetz werden. Ich möchte, dass Politik und Verlage, ich reduziere das jetzt sogar mal, dass sie draußen eine Lösung finden, die es mir in der Schule vollkommen blind ermöglichen, Material zu nutzen, das ich für sinnvoll halte. Meinetwegen, am Ende des Monats hake ich mir irgendwie ab, was ich verwendet habe, wenn das dann irgendwie der Verwertung liegt. Aber bitte findet eine Lösung, damit ich pädagogisch arbeiten kann. Denn wenn wir die Lehrer in Zukunft noch zu Urheberrechtsspezialisten ausbilden müssen, wird das zu viel. CC-Lizenz ist vielleicht noch machbar, aber dann darf es auch nur die einzige Lizenz sein, die es gibt. Weil es alles andere ist zu kompliziert. Das heißt, dann kann ich irgendwas anderes überlassen, uns Lehrer pädagogisch arbeiten und regelt den Rest unter euch. Jetzt hat der Herr Scheck das. Herr Schaum muss sich jetzt Wochenende kriegen. Ich bin fertig. Ich habe auch die 7. Stunde. Genau.
Ich habe jetzt echt ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich habe irgendwie, jetzt fahre ich hier so in diese Diskussion mit rein, das ist jetzt ja erstmal richtig losgegangen und ich glaube, wenn es das so... Losgegangen, dann wussten, dass die Zeit zu Ende. Ja, okay, das ist gut, ja. Und ich sehe gerade so ein bisschen, dass ich wahrscheinlich vielleicht niemanden finde, der mir jetzt widerspricht. Martin, ich müssen wir besprechen. Ja, was wir noch kurz davor sagen müssen, leider haben die Vertreter der Deutschen Forschungsgesellschaft und sonstige Wissenschaftler, die wir eigentlich eingeladen hatten, zu dem Thema abgesagt. Das wird jetzt also wahrscheinlich nicht ganz kurz. Dann würde ich natürlich auch nicht widersprechen, weil das ist bei mir natürlich auch richtig. Ich würde sagen, da wir jetzt gerade auf der Gegenseite nicht da haben, beziehungsweise was mich besonders gefreut hat, die Vertreter der Protestbewegung, was Exes gerade angeht, nicht hier haben, wird das wahrscheinlich nicht so ertragreich sein. Also trotzdem, kann man das ja, genau. Ich wollte das mal kurz ans Ende führen, warum ich trotzdem darüber sprechen werde. Zum einen haben wir eine basisdemokratische Debatte angekündigt und in diesem Papier, was von unserer Basis eingebracht worden ist, stehen ganz viele Sachen zum Thema aus dem Universitätsbereich, aus dem Forschungsbereich drin, die wir vielleicht zumindest ansprechen sollten. Ich weiß es nicht, wie weit Sie da involviert sind, wir haben ja schon gesagt, gar nicht. Wie gesagt, vielleicht kann ich den Bogen trotzdem spannen, welche Parallelen es gibt, deswegen fange ich mal so an. Auch ich habe schon gesagt, Universitäten, die Wissenschaft sind sowohl Nutzer als auch Urheber von kreativen Werken. Auf der Nutzerseite haben wir innerhalb der Universitäten ähnliche Probleme wie an den Schulen. Die Wissenschaftsverlage lizenzieren ihre Werke typischerweise mit sehr digitalen Werken, die gibt es tatsächlich. Es gibt wahnsinnig viele digitale Angebote, aber die werden sehr restriktiv lizenziert, soweit dass die Studenten die digitalen Werke ausschließlich im Lesesaal in der Bibliothek benutzen dürfen. Also quasi genauso wie das klassische gedruckte Präsenzexemplar im Bibliotheksbestand, was natürlich, wenn ich das mal so provokant sagen darf, etwas sehr altbacken ist. Also gerade die Vervielfältigung und der Zugriff aus mehreren Ecken ist ja ein Vorteil der Digitalisierung. Ja, noch extremer, du darfst es nicht ausleihen. Ja, das ist der Punkt, das Ausleihen eines digitalen Werkes ist ja eine Kopie, wenn man es mal so ganz ernst nimmt. Ja. Also das klappt so schon mal gar nicht. Das heißt hier, ähnliches Problem haben wir schon gesagt, es werden Skripte und ähnliches erstellt für den Unterrichtsgebrauch, die unterliegen auch ähnlichen Restriktionen wie kopieren darf man sie auf Papier, aber bloß bitte nicht digitalisieren. Ein anderer Punkt ist, der in dieser Debatte sehr häufig unterschlagen wird, nicht alle Leute, die Zugang zu Bildung haben wollen, sitzen in einer akademischen Institution. Und die akademischen Institutionen, das ist mal ein bisschen weg, weil die Vertreter, wie gesagt, nicht da sind, die zocken sich so ein bisschen gerade mit den Wissenschaftsverlagen. Ich will den Hintergrund ein bisschen trotzdem erläutern. Wie findet Publikationen der Wissenschaft statt? Ein Wissenschaftler schreibt etwas, gibt das einigen anderen Wissenschaftlern, die geben das dann weiter an wiederum andere Wissenschaftler, die schreiben Gutachten dazu, dann kommt das zurück, dann streitet man sich anonymerweise dreimal über die Inhalte und irgendwann kommt das Ganze in ein fertiges Paper. Und dann kommt der Verlag ins Spiel und der druckt das, schmeißt das auf seinen Server und dann ja, und dann sagt er bitte jetzt, hält er die Hand auf und sagt so, jetzt bitte bezahlen. Der Grund, warum viele Wissenschaftler das machen, ist recht simpel. In dem wissenschaftlichen Bereich ist es weniger wichtig, wie viel Geld man verdient mit der Veröffentlichung oder sondern es geht hauptsächlich darum, einen entsprechend angesehenen Journal zu publizieren. Wir haben Impact Ratings und ähnliches. Nur so bekommt man Wissenschaft, so kommt man eine wissenschaftliche Karriere. Die Verlage nutzen das aus, dass sie auf den Namen dieser Journale sitzen, die diese hohen Ratings haben. Was dazu führt, also wie gesagt, nicht nur dazu führt, dass die Universitäten für teuer Geld die Inhalte zurückkaufen, die ihre eigenen Wissenschaftler erstellt haben, sondern dass jeder, der außerhalb einer solchen Institution sitzt, keinerlei Zugriff auf diese Werke hat. Das müssen wir uns mal klar machen. Ich kann dank der umfassenden Ausgaben meiner Universitätsbibliothek auf einen recht großen Schatz zurückgreifen. Nicht genug, ich sage es gleich. Das ist ein Forschungshemmnis, ich komme an sehr viele Paper, die ich brauche, nur ganz schwer ran. Aber ich kann darauf zugreifen, ich kann gegebenenfalls File-Sharing betreiben in dem Sinne, dass wir unter den Universitäten die VPN-Zugänge austauschen, um quasi von den Lizenzen der anderen Institutionen zu profitieren.
es geht so weit, dass, also, das machen wir. Das ist gängige Praxis. Ja. Auch in Berliner Universität, die kaufen auch inzwischen alle anderen Pakete. Genau. Weil sie das nie Überschneidungen haben können. Genau. Das ist halt viel Spaß. Das ist eine Form von File-Sharing unter Institutionen. Spannend. Der Effekt ist aber tatsächlich... Es gibt ja auch schon Bibliotheksverbünde, das hat man früher auch so gemacht. Ne? Also die einen schaffen die Werke, die anderen die und dann gibt es Fernleitungen. Also und dann ist, ich weiß nicht, die Nutzergruppe immer ein anderes Problem. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter, das ist nochmal eine andere Nutzergruppe als der Student. Genau, zum Beispiel. Der hat auch noch weniger Zugriff drauf. Und jemand, der wie gesagt gar nicht da drin ist, ist dann da, der hat gar keinen Zugriff auf diese Papiere, außer vielleicht so, wenn er 60 Euro pro Paper bezahlt, aber damit kann man nicht arbeiten. Weil man braucht dann immer gleich 10 Stück davon, um sich einigermaßen in ein Thema einzulesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Open Access Bewegung kam auf die Idee zu sagen, wenn schon all diese Inhalte, und da zählen auch Lehrbücher dazu, von Wissenschaftlern geschrieben, von Wissenschaftlern begutachtet und eben auch der redaktionelle Prozess von Wissenschaftlern betreut wird, die typischerweise durch öffentliche Gelder bezahlt werden. Warum macht man das Ganze nicht öffentlich? Also warum macht man das Ganze nicht gleich über eine freie Lizenz? Hat sich diese Open Access Bewegung entwickelt, die versucht eben, das ist jetzt vielleicht genau auch die Parallele, man geht jetzt die Verlage, weil man hat von denen aus eigentlich nur eine einzige Dienstleistung noch, nämlich die stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Und das versuchen die Universitäten gerade selbst. Und dadurch kann dann jedermann auch außerhalb dieser Institutionen auf diese Ergebnisse zurückgreifen. Jetzt ist die Frage, wie kann man, also will man diese Transition überhaupt machen? Will man weg von den klassischen Wissenschaftsverlagen hin zu einer solchen Open Access Infrastruktur? Und also wie kann man diesen Übergang, wenn man den möchte, gestalten? Weil so einfach ist er nicht. Und welche Rolle spielt die Politik dabei? Denn die Forschung ist immer noch recht unabhängig, oder sollte ja nicht politisch unabhängig sein, aber ist natürlich öffentliche Trägerschaft. Und das möchte ich jetzt mal so in die Runde geben. Als Plädoyer, vielleicht kommt da noch was raus, ansonsten sage ich noch was dazu. Darf ich allgemein dazu? Natürlich, ich habe auch ganz brav abgestellt. Aber wenn wir jetzt nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Ich sehe da ehrlich gesagt kein wirkliches Problem. Weil es eigentlich heute ohne weiteres lösbar ist. Also Sie sagten ja selber, also erstmal muss man unterscheiden zwischen den wissenschaftlichen Beiträgen und ich sage jetzt auch mal Lehrmedien in dem Bereich. Ja. Ich habe ja auch in jedem Studium habe ich ja Uni-Literatur, die wird genau für dieses Studium produziert. Ich denke, mir geht es ja jetzt erstmal um die wissenschaftliche Literatur von Professoren, Aufsätze. Das war Ihr Hauptpunkt. Ne? Bei den Lehrmedien würde ich wieder sagen, hey, ähnlich wie im Schulbuchbereich, ein Lehrmedium für Pädagogik, erstes Studienjahr, was bestimmte Themen abdeckt, das wird halt nur für diesen Markt produziert. Das können Sie weder verfilmen, da können Sie kein Theaterstück drauf aufführen, das kauft nicht irgendwo in die Ecke. Das kaufen nur die Studenten dieses Lehrganges und das ist wahrscheinlich auch bundesweit relativ überschaubar. Da kann man nicht sagen, das wird einmal von einer Uni angeschafft und danach wird es an alle Studenten digital weitergegeben, sonst haben sie das Werk nicht mehr. Das ist ja marktzerstörend. Das ist irgendwie nachvollziehbar, denke ich. Aber jetzt, Ihr Hauptpunkt lag ja bei den anderen, das heißt bei den Uniprofessoren, die veröffentlichen. Heutzutage ist es so, jeder Uniprofessor, der veröffentlicht, entscheidet erstmal völlig eigenständig, ob er dieses im Rahmen einer, ob er das als OER zur Verfügung stellt. Also ganz normal offen, jeder kann es runterladen oder nicht. Das heißt, wenn Sie sagen, der Uniprofessor entscheidet sich, möglicherweise es in einem Journal zu veröffentlichen, dann ist das eine Entscheidung, die er bewusst fällt. Er könnte es auch anders machen. Ja. Punkt 1. Er könnte es auch anders machen. Jetzt sagen wir mal theoretisch, es sei die Eitelkeit, die ihn dazu verleitet. Ja? Dann ist es so. Vielleicht darf ich kurz anhaken. Es gibt einen ganz schlichten Grund. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, wenn ich schaffe, ein Paper in die Zeitschrift Management Science zu bringen, das ist eine amerikanische Zeitschrift, dann ist es eine Adlung. Das ist nicht keine Adlung, sondern dann bekomme ich ein A-Plus-Rating und das sorgt dafür, dass ich bei meiner nächsten Bewerbung einen besseren Wert bekomme. Ja, deswegen Adlung. Ja, das ist Adlung. Das ist nicht, das ist nur Adlung. Es gibt ganz klare
Karriere Entscheidung. Okay, aber das heißt, grundsätzlich ist es erstmal so, es steht Ihnen völlig frei, ob Sie es öffentlich zugänglich machen oder ob Sie sich dagegen entscheiden. Ja. Das heißt, erstmal ist es schon möglich. OER ist in dem Bereich ja möglich. Der zweite Punkt ist, der zweite Schritt ist, dass die Uni sagen könnte, auch jetzt schon, und das tun einige Unis und insbesondere tun es sehr viele Institutionen, die in dem Bereich bestimmte Forschungen unterstützen, dass sie sagen, alles das, was wir mit unseren Geldern unterstützen, lass es die Uni sein oder die Institution, die Stiftung oder sowas, die einen bestimmten Lehrstuhl fördert. Alles, was wir finanziell unterstützen, stellen wir unter vertragliche Bedingungen, dass die Veröffentlichungen, die hinterher rauskommen, als OER zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, die Uni ist gar nicht der Professor, sondern die Uni kann über ihre Verträge, wie sie die Professoren einstellt, oder über die, teilweise gibt es ja auch gesetzliche Regelungen, kann im Endeffekt völlig außerhalb des Urheberrechts beschließen, unter welchen Bedingungen sie das tut. Auch möglich. Ja. Das sind so die DFG oder andere? Die DFG, ja, zum Beispiel, die machen das in der Regel, dass sie halt sagen, wir geben die Gelder überhaupt nur dann, wenn die Ergebnisse in der Öffentlichkeit gemacht werden. Ja. Und das ist ohne weiteres möglich und das wird auch praktiziert. Und ich denke, da jetzt zu sagen, ich muss da jetzt auch noch für alle, die Schritt 1 nicht gehen, und für alle, die Schritt 2 nicht gehen, muss ich jetzt auch noch gesetzliche Regeln im Urheberrecht machen, nachdem das alles hinterher offen ist, sehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Denn irgendwo, finde ich, haben wir verantwortungsbewusste Institutionen und Personen, die in dem Bereich tätig sind, und die müssen irgendwie auch in der Lage sein, das zu entscheiden. Wenn dann ein Autor, ein Professor, einen Verlag einschaltet oder eine Uni eben darauf verzichtet, den Verlag, den Autor so zu binden und den einen Verlag einschalten lässt, dann muss man einfach überlegen, dass diese Journale, wie Sie sie nannten, natürlich nicht durch den Fingerschnipsen entstanden sind, sondern die haben in den ganzen letzten Jahrzehnten, das sind meistens ja keine neuen, sondern ziemlich alte Geschichten, unheimlich Gelder investiert, um diese Marken aufzubauen. Und es ist auch nicht so, dass die Verlage daran groß reich werden, in der Regel. Es gibt, ich weiß, es gibt große Ausnahmen, insbesondere in den USA. Ja? Das ist aber in Deutschland anders. Also man kann nicht mit der Lage in den USA hier in Deutschland argumentieren, weil einfach der gesamte Markt anders ist. Die verdienen mit diesem Artikel kein Vermögen. Ja? Die Abnehmerzahl ist immens klein. Sie sagen selber, dass sie noch dadurch schrumpft, dass die Unis bestimmte, ich sag mal, Geschäftsmodelle sich da einfallen lassen, wie sie sie noch weiter reduzieren können. Und in der Regel werden solche Journale nicht von Einzelpersonen geordert. Das heißt, das, was wirklich die Verlage mit diesen Journalen umsetzen, ist kein Riesengeschäft, insbesondere in Deutschland nicht. Und wenn man dann noch sagt, und da läuft das ja so ein bisschen darauf hinaus, dass ich dann noch sage, diese Verlage haben dann nicht an dem, was sie dann veröffentlichen, auch noch die Möglichkeit, Rechte geltend zu machen. Hieße nämlich, der Verlag druckt es einmal, gibt dem natürlich ein bestimmtes Layout, gibt ihm auch die Adelung durch die Marke und dann kann es jeder einfach kopieren und in der ganzen Welt rumschicken, dann macht der Verlag das auch nicht mehr. Kann ich nochmal eine Zahl reinwerfen? Elsevier, der größte Wissenschaftsverlag. Ja, ich sag ja gerade, Sie können nicht... Sie können hat 2011 874 Millionen Dollar oder was ist das? Währung ist ja egal. Euro? Aber ist nicht ganz egal. Aber wie gesagt, das sind 874 Millionen Euro Gewinn, nicht Umsatz, ja. Gewinn, 2011. Da könnt ihr nicht sagen, das sind Peanuts oder so. Nee, also bitte. Aber mein erster Satz war ja, Sie können nicht die USA auf den deutschen Markt einfach übermachen. Ja, Wir setzen im Schulbuchbereich 1 Milliarde um. Das ist ungefähr das Doppelte. Elsevier ist ein niederländischer Verlag, das wissen die, ne? Ja, aber das ist ja, wo macht ihr denn das Geld? Ja? Also. Na, weltweit. Klar, weltweit, ja. an allen Universitäten. Wenn Sie nicht jetzt mit den Wissenschaft ist nicht mehr national. Nein, Sie können mit den Argumenten die deutschen Wissenschaftsverlage, ich sag jetzt mal, brutal glatt machen. Weil man muss sich halt hier überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Und wir haben auch in Deutschland Verlage, die sehr gute Namen haben für ihre Journale, die im Endeffekt eine ähnliche Adelung, sage ich mal, hervorrufen, wie das bei solchen ausländischen Verlagen auch so ist. Nur man muss immer aufpassen, was man damit hinterher bewirkt. Und ich verstehe Ihren Ansatz, aber ich denke, es gibt bestimmte Systeme, wo man vielleicht da gucken muss, ob sich das System nicht aus sich selbst heraus so ein bisschen befreien muss. Glaube ich wirklich,
die gesetzliche Keule hinterher brauche und was ich mit ihr anrichte. Ja. Ich würde sagen, Anke, Martin, Felix. Ich möchte jetzt nochmal die Open Government Expertin raushängen lassen und die Analogie zu Open Data ziehen. Die Daten, die sich in der öffentlichen Hand befinden, sind mit Steuergeld gesammelt, gespeichert, bearbeitet worden. Das heißt, es stellt sich gar nicht die Frage, wozu ist das gut, ist es demokratisch, brauchen wir ein Gesetz, eigentlich egal. Dieses Zeug, die Daten, sind mit öffentlichem Geld bezahlt, mit unserem Steuergeld, die gehören uns eh. Da will ich überhaupt nicht drüber reden. Und genau so sehe ich das mit öffentlich finanziertem Wissen. Das gehört uns eh. Wir haben es gekauft. Wir haben es mit unserem Steuergeld bezahlt. Da ist es für mich keine gesetzliche Keule, sondern ein schlicht völlig natürliches Recht, dass der Staat, der verfassungsrechtlich verpflichtet ist, effizient, sparsam zu wirtschaften und mit wenig Geld oder so wenig wie nötig Geld maximale politische Ziele zu erreichen. Gute Bildung, lebenslanges Lernen, Zugang demokratisch und unabhängig von den sozialen Verhältnissen. In Klammern kann ich mir teure Artikel leisten, auch wenn ich 45 bin und Hartz-IV-Empfänger, ja oder nein. Diese Ziele muss der Staat mit möglichst wenig Geld erreichen. Das heißt, wenn er Wissen bezahlt, muss dieses Wissen möglichst vielen Menschen auf möglichst vielen Wegen möglichst frei zugänglich sein. Wie gesagt, keine gesetzliche Keule, sondern eine demokratische Verpflichtung für den Staat. Es kann auch nicht sein, dass ich zwar sage, Wissenschaftler können ja frei wählen, Unis auch, und dann ist ja schon erwähnt worden, ist es für meine Karriere leider im Moment noch das erst Entscheidende, in welchen Medien ich wie viele Artikel veröffentlicht habe. Dann hilft es mir auch nichts, wenn eine einzelne Uni sagt, bei uns muss alles Open Access sein, was die Wissenschaftler schreiben. Wenn ich in einem Open Access Artikel drei Links habe, hat jemand auf Twitter ja richtig angemerkt, die führen dann aber zu Bezahlfachartikeln, ohne die ich im Kontext mich nicht weiterbilden kann. Die ich aber nicht bezahlen kann, weil die Preise dafür exorbitant hoch sind. Und dann schließe ich viele Leute, ist schon erwähnt worden, die außerhalb bestimmter Institutionen lernen wollen und anders vielleicht gar nicht lernen können, von Bildung aus. Und das kann auch nicht unser aller Ziel sein. Nein, aber wir sind da doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich verstehe Sie ja, ja, und wenn man das so sieht, dann kann man das, finde ich, auch so verfolgen. Nur ich finde, ich bin zwar Anwalt, aber ich bin gegen eine gesetzliche Regelungswut. Es ist so, dass man an Unis, man könnte jetzt ein Gesetz machen, und da steht drin, Unidekane kriegen keinen Dienstwagen Mercedes-Benz und höher oder sowas. Ja? Muss man aber nicht, weil man über die Universitäten, die ja in öffentlicher Hand sind, sowieso regeln kann, was da passiert. Und ich finde, wenn man der Meinung ist, dann kann man, denke ich, durchaus politisch durchsetzen, dass Universitäten Verträge mit ihren Professoren in einer bestimmten Weise machen. Da brauche ich aber jetzt nicht noch ein neues Gesetz zu schaffen, was dann hinterher sagt, das geht nicht. Also, wenn man dann... Jede Art von Subvention muss eine Veröffentlichung des Ergebnisses geboten sein. Ja, das ist ja jetzt eine Sache, die ich bin auch der Meinung, das ist... Wenn man was politisch will, dann muss man irgendwann mal ein Gesetz machen oder etwas. Das muss nicht für alles Gesetze machen. Ja, kann man nicht mal welche wegnehmen, dann. Man kann auch verlieren, genau, man kann auch Gesetze. Man kann auch deregulieren, zum Beispiel bei Politikern. Das ist auch Umsetzung von politischen Willen. Das ist also zu einem wissenschaftlichen Unternehmen zu lassen, das sind auch deutsche Wissenschaftler überhaupt nicht, ob der Verwaltungsstelle oder das ist tatsächlich die Kommunikationssprache, ist Englisch und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Es ist über das Internet verfügbar, das heißt auch die Lizenzen, da muss man mal gucken, ob man das Zeitpunkt gibt. Auch nicht der Meinung, dass man für Open Access jetzt das Urheberrecht unbedingt einsetzen muss, außer die generellen Regeln, die wir sowieso umdrehen, die wir sowieso fordern, was das Verhältnis zwischen Urhebern und Verwertern angeht, die Rechtsgestaltung und so weiter. Nicht speziell für den Bereich. Ich hätte das nicht für die andere Sache ist, mit dem Argument der Punkt wäre, weil sie sagen, naja, wenn die dann schon diese Arbeit verbringen und das machen und die Adelung dann da ist, dann sollen die doch wenigstens auch so ein Paper verkaufen können, wenn die Lizenz zum Beispiel gut ist. Dann sage ich, naja, meine Erfahrung ist, dass es quasi keinen universitären Bereich gibt. Keine Statusgruppe, kein Studiengang, also private Forschung mal ausgenommen im universitären Bereich, der nicht
kopiert, archiviert, vorhält, das Ganze befreit, wenn es in irgendwelche DRMs gepackt ist. Das passiert die ganze Zeit. Und da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ist nicht meine Aufgabe, aber mache ich mir eher Sorge um die wohlgewidmeten und wichtigen Verlage, weil deren Publikationsfonds einfach nicht den Anspruch, damit Geld zu verdienen, dass sie da Lizenzen verkaufen, das wird einfach aus dem wissenschaftlichen Betrieb heraus, das funktioniert das nicht so wirklich ernst. Also die Paper, das haben wir gerade gesagt, das einfachste Beispiel ist, dass die drei großen Universitäten in Berlin und eigentlich alle anderen auch inzwischen dazu übergegangen sind, sich einmal die Lizenz, einmal die Lizenz, einmal die Lizenz zu kaufen. Aber die Informationen und die Paper zwischen den Universitäten frei, zwischen den Arbeitsgruppen frei geschert werden, das interessiert ja gar keinen, ob das irgendwie lizenzbehaftet ist. Und ab und zu guckt mal einer drüber. Das machen, wenn es nicht die Arbeitsgruppen machen, dann machen es die Studenten. Und da geht es auch nicht darum, also ich muss auch nochmal sagen, die Professoren an einer Universität, die man, wo man sagen könnte, die stellt halt ein, wenn sie oder mit dem Arbeitsvertrag regelt man das, die sind ja nicht die Haupt, die sind ja nicht, die machen ja nicht den großen Anteil, den Mammutanteil des lizenzierten Materials aus, der vorher nicht gewesen ist. Also man hat nicht besonders viel Einfluss als Universität darauf, unter welcher Lizenz da was produziert wird, was man für den gesamtwissenschaftlichen Betrieb braucht. Also ich komme ja von aus, die Schäden kommen aus Japan, aus sonst irgendwo her. Ich soll schon wieder, das sind doch gar keine Leute außer Atem, die werden empfindlich. Denn so Open Science, ist, und das hat Anke auch schon gesagt, Open Science, wo wir eigentlich hinwollen, ist ja viel mehr als irgendwie Open Access, viel mehr als die Implementation von Open Knowledge Prinzipien in wissenschaftlichen Betrieben, so, oder Open Data oder Open Government. Es geht ja darum, dass man eine Kultur schafft, die das Ganze günstig. Allein schon, also ob man das lizenziert macht über einen Verlag oder auch man lizenziert, das Publizieren von Doktorarbeiten im Internet. Also aus politischen Aspekt ist das für mich ist ganz interessant, dass es da keine Schutzfristen gibt, dass es eine Kultur gibt der Öffnung und nicht der Exklusivität. Das ist ja grundsätzlich ein nachgegebener Aspekt. Da muss man jetzt auch kein Gesetz für ändern. Und was man auch immer klar trennen muss, meiner Meinung nach, ist private Forschung und Forschung mit einem Anteil oder zum Hauptteil aus öffentlichen Geldern, universitäre Forschung und Wissenschaftsbetriebe im öffentlichen Sinne. Weil bei dem einen sehe ich eigentlich nicht, dass wir dieses Verlagswesen, so wie es jetzt existiert, noch brauchen, weil dem anderen halte ich für sehr wichtig. Also bei der privaten Forschung ist es wichtiger, dass es dieses Verlagswesen gibt, weil es an sich eine Wahl gibt und eine Konkurrenz zwischen den Konstitutionen, zwischen den Wissenschaftlern. Da muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich der Wert, was ist eigentlich die Wertschöpfung eines solchen Verlages, was tun die für eine Qualitätssicherung? Ansonsten produzieren natürlich auch, aber die Server kann man anders nicht erwarten lassen, hat man ja nicht die Ahnung, nicht den Namen. Qualitätssicherung findet aber auch wieder in den Uni statt. Genau, das ist der Punkt. Also deswegen ist ja die Ahnung, weil halt die Verlage besonders den Eindruck machen, besonders gute Qualität zu liefern, besonders gut zu reviewen und die besten Reviewer haben. Deswegen findet diese Ahnung überhaupt statt. Und das ist die Wertschöpfung, die da stattfindet. Für Wahrheit sind es aber wissenschaftliche Mitarbeiter, die ihren Professoren helfen und das zu großen Teilen auch unentgeltlich. Und wenn es einen Unterricht gibt, dann ist der eher so marginal. Das heißt, da muss man auch gucken, wie viel Wertschöpfung im Preis eigentlich enthalten ist, der da bezahlt wird für die ganze Lizenz. Das tut jetzt nicht alles nicht so. Felix! Und dann der Armin. Bitte ist ja auch so ein Artikel drauf. Der ist ja auch nicht so ein. Der ist schön. Ich würde das gerne, also ich vermute, dass wir heute keine Lösung finden wollen, aber zumindest so ein bisschen, dass ich versuche zu differenzieren, wo ist denn das Problem und was gäbe es denn für Gedanken in die Richtung. Was ist das, warum diese Verlage, in den Zahlen genannt worden, so viel Geld verdienen, umsetzen, Gewinn machen oder überhaupt so eine hohe Attraktivität haben? Und das ist ja eigentlich die Funktion, dass sie in einer Art irgendwie Zertifikate vergeben. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Veröffentlichungsmöglichkeiten innerhalb dieser Verlage und es findet irgendeine Art Selektion scheinbar der Verlage statt,
was auch immer, am Ende ist der, der da drin ist, Gewinner und der, der nicht da drin ist, Verlierer. Und das Angebot ist offenbar geringer als die Nachfrage und deshalb hat das eine höhere Attraktivität. Die Finanzierung machen die Verlage nicht, sondern das macht die öffentliche Hand. Das heißt, die Verlage haben nur die Aufgabe, da irgendwie Zertifikate zu vergeben. Und ich würde nicht sagen, dass die eine Qualitätssicherung machen, denn wenn wir den Verlagen in diesem Punkt die Qualitätssicherung der Wissenschaft zuschreiben würden, fände ich das schwierig. Ja, das sind besser. Ja, es sind Qualitätszertifikate meinetwegen, aber ja, es ist nicht die Qualitätssicherung. Das würde ich schon wissen. Und da ist die Frage halt, was kann man denn als Alternative bringen, wo man die Qualitätssicherung, die Qualitätszertifikate vergeben kann. Und das ist eben extrem schwierig, weil das ist eine marktwirtschaftliche Lösung inzwischen geworden und wie kriegt man da irgendwo was hin? Also aber wir werden das gleiche Problem übrigens klein bei allen. Aber Verständnisfrage, ist das denn nicht in der Review Groups unter das auch die wissenschaftliche Community zu der vertreten? Die ist da vertreten, aber es geht da ganz viel auch um Queer Reviews, wir müssen wir jetzt nochmal berücksichtigen. Was ja, aber da findet die Qualitätssicherung statt. Vom Prozess her, das ist doch. Vom Prozess her ist die wissenschaftliche Community doch eingebunden. Ja. Also soweit die Zertifizierung, die machen den Review, genau. Aber ich würde es nicht als zentrale Instanz für die Sicherung sehen, sondern die Sicherung findet da auch statt, aber es ist eigentlich Aufgabe der Universität, die Sicherung vorzunehmen, gerade die Wissenschaft. Also das ist kein Verlag. Also es ist tatsächlich so, dass die... ist tatsächlich so, dass die Qualitätssicherung, das kann man schon so sagen, das also ist nicht die Universität als solche, sondern es sind ja die Wissenschaftler. Und das, also deswegen gibt es hier diese Peer Reviews. Peer Review heißt ja, ein anderer Wissenschaftler schaut sich dein, also reicht dein Paper ein und dann schaut sich das ein anderer Wissenschaftler an, schreibt sein Gutachten dazu und dann wird das entweder abgelehnt oder es wird, man bekommt ein Gutachten, muss das einbauen, wird sehr selten auf dem ersten Mal angenommen. Also es ist ja schon tatsächlich so, dass die Wissenschaft diesen kompletten Qualitätssicherungsprozess bereits übernimmt. Ja. Ja, die Verlage, und selbst nicht mal die redaktionelle Arbeit, selbst, also typischerweise selbst das machen Wissenschaftler, weil da muss ja auch ein Fachwissenschaftler sich jemanden aussuchen, der als Gutachter geeignet ist. Und es kommt nur meistens ein sehr kleiner Personenkreis überhaupt in Frage, Genau, man braucht ja Leute, die das wirklich verstehen, was da drin steht. Und das ist halt gerade bei Forschungsveröffentlichungen, da ist man ja nicht irgendwo im Bereich von einfacher Algebra oder Integralrechnung, sondern da reden wir ja schon tatsächlich von neuen Forschungsergebnissen. Die muss halt jemand regeln, der das kann. Ich finde es halt schön, dass wir jetzt überhaupt eine Debatte haben, denn Herr Bermuth hat jetzt hier die Rolle des Counterparts übernommen, jetzt hätte ich ihm dafür danken wollen, aber jetzt ist er gerade nicht da. Ja, ich sage schon noch weiter. Aber es ist genau der Punkt, unter den ich eigentlich auch reingehe. Aber ich würde ich würde schon unterscheiden wollen, auch so wie er das gemacht hat, in die Präsentation von Forschungsergebnissen, die er Peer Review organisiert, Zeitschriften und zwischen den Stellen von Lehrbüchern. Ja. Seitdem 52a da ist. Also wir haben 4-5 pädagogische, fachwissenschaftliche Verlage. Die können ganz klar einen Connex sehen. Die machen Studienbücher, ja, also Studienbücher für Erziehungswissenschaften, die halt eben die entsprechenden Studenten halt in der ersten Phase ihrer Ausbildung halt eben bearbeiten. Seit Einführung von 52a sind die Umsätze 50% zurückgegangen. Da können sie unmittelbaren Connex sehen. Man muss ein bisschen darauf achten. Und das ist, da irgendwann kriegen sie die Schmerzgrenze ab und dann geht es nicht mehr auf der Ebene. Sie haben zum Teil recht, oder ich sage es so anders falsch, ich gebe Ihnen zum Teil recht, muss ich sagen. Ich muss an einer Stelle widersprechen. Es gibt tatsächlich Verlage, so wie Sie wahrscheinlich beschreiben, die von sich aus entsprechende Lehrbücher veröffentlichen. Aber ja, die auch dann zum Teil die digitalisierter Form anbieten, aber das interessiert dann die Bibliotheken nicht mehr, die gucken nicht nach, gibt es das digitalisiert oder nicht, sondern wird eingescannt rausgegeben. Ich sehe den Unterschied tatsächlich an der Stelle, dass viele Lehrbücher, aus meiner Sicht, also in meinem Bereich zumindest fast alle, werden eben nicht von spezialisierten Lehrbuchverlagen gemacht, sondern ein Wissenschaftler, typischerweise ein älterer, eingesessener Professor. Also es gibt so diesen Punkt, wo ein erfolgreicher Wissenschaftler so sein Standardwerk schreibt, ja, sein Lehrbuch. Und das ist früher war es also bis zum 70er sowieso immer, aber danach auch bis Mitte der 90er kann es geben, dass Professoren genau deswegen eingestellt wurden, um seine Veranstaltungen zu machen. Und das ist ja auch wieder der Punkt, auch der Professor wird immer noch von der öffentlichen Hand bezahlt und
muss man uns die Frage stellen, wollen wir das wirklich, dass dann im Prinzip ein Verlag und der Professor dann vielleicht auch in dem Fall mit Lehrbüchern das deutlich mehr Geld verdient als mit Journal-Artikeln, wobei die das auch nicht viel ist. Aber ob wir das wirklich wollen, dass wir dem diese Rechte zugestehen, obwohl er quasi... Also da steckt ja schon ein anderes Konzept dahinter, nicht? Also das ist ja nun, wenn er tatsächlich also seine Forschungsergebnisse, also ja. Er kriegt ein Forschungslabor zur Verfügung gestellt, in dem arbeitet er mit seinen Assistenten drin, entwickelt er eine Forschungsreihe, kommt zu Ergebnissen, publiziert die. Das würde ich noch als, das würde ich jetzt qualitativ als etwas anderes sehen, als wenn er sich hingeht und sagt, pass mal auf, wie sollten die ersten 10 Module in der Pädagogik eigentlich, in der Erziehungswissenschaft aussehen? Was können wir da, wie können wir die gestalten? Da ist er an einem ganz anderen Punkt. Ist richtig, aber typischerweise macht auch ein Professor genau das während seiner Arbeitszeit. Also es ist selten, dass er das in seiner Freizeit macht. Und seine Arbeitszeit ist nun mal typischerweise eine öffentlich finanzierte Institution. Der bekommt viel Geld, jetzt mehr nach dem entsprechenden Urteil. Und da sind wir uns immer genau wieder in die Frage, was Anke schon gesagt hat, was machen wir mit dem öffentlich finanzierten Inhalt? Ich möchte aber jetzt auch tatsächlich nochmal die Frage stellen, inwieweit muss der Gesetzgeber mit dem im Gesetz, sprich Urheberrecht, eingreifen, um in die Open Access-Fragestellung reinzukommen. Ja, es gibt auch meines Erachtens Alternativen zu Gesetzesänderungen. Angesprochen wurden schon die sogenannten Open Access-Mandate, sprich der Geldgeber der Forschung, jetzt sind wir wieder in der Forschung, ich schlage den Bogen jetzt, sagt, du kriegst das Geld nur, wenn du das so veröffentlichst. Ist auch nicht ganz so einfach. Ein eingesessener Professor kann sich sowas sicher erlauben. Jetzt ich als Doktorand, wenn ich meine wissenschaftliche Karriere anstrebe, dann muss ich mir die Frage stellen, ob ich tatsächlich eine so finanzierte Stelle haben möchte, weil dann darf ich typischerweise in den entsprechenden Journals nicht publizieren, die notwendig sind. Ja, es liegt im Wesentlichen daran, wie die Forschungskultur organisiert ist. Würden einfach alle Universitäten von heute auf morgen sagen, wir ignorieren diese Ratings, dann wären die Verlage schneller weg, als ich Elsevier aussprechen kann. Ja? Also Fakt ist, es passiert nicht. Und hier muss man sich die Frage stellen, wenn das System Wissenschaft keine Selbstheilungskräfte hat, inwiefern soll dann der Gesetzgeber eingreifen? Das hat ein bisschen so eine Frage, ähnlich auch wie wir es in der Marktwirtschaft haben, inwieweit soll der Gesetzgeber in die private Wirtschaft eingreifen? Ich glaube, es ist, was das Urheberrecht angeht, kommen wir aus mehreren Gründen nicht drum herum, dass der Gesetzgeber hier ganz klar sagt, alles was öffentlich finanziert ist, und dazu zählen die Forschungsergebnisse und auch die Lehrbücher, die entsprechend in diesem Kontext entstehen, sollen für jedermann frei zugänglich sein. Und zwar, also quasi sollen einer massiven Urheberrechtsschranke unterliegen. Es gibt noch genug Rechte, die dem natürlich zustehen, Namensnennung und sonst was, aber gerade der Zugang, Vervielfältigung etc. sollte hier vom Gesetzgeber geregelt werden. Ansonsten, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht deutlich schwierig, da Mehrheiten für zu finden. Ansonsten gibt es das natürlich mit diesen Open Access Mandaten und entsprechenden Maßnahmen. Eine andere Maßnahme, die mir letztens erzählt worden ist, die ich auch ganz spannend finde, ist, der Staat kann ja einfach diese ganzen Verlage aufkaufen, so teuer sind die gar nicht. auch sehr interessant. Also die sind nicht groß. Ich muss sagen. Ich habe nicht an meine Jugendzeit, an die Stammbuchkapp-Theorie. Ja, also... Kommt alles wieder? Ja, ja, alles. Genau. Ich meine, Fahrstand ist auch Anfang der 90er Jahre. Das stimmt, ja. Also Fakt ist für mich der derzeitige Zustand, das heißt die Ausschließung von Personen, die außerhalb dieser Institutionen sind, die künstliche Verknappung des Platzes in diesen Zeitschriften. Das ist das Element, das Geschäftsmodell. Wenn es nach mir noch geht, was ich noch gerne ansprechen wollte, ist tatsächlich... gibt es eine Dienstleistung, die Verlage bringen. Das sind typischerweise die Infrastruktur, sprich die Plattform, auf der ich dann das Paper runterladen kann. Die stellt der Verlag tatsächlich zur Verfügung. Aber wer schon mal das Textsatzsystem LaTeX benutzt hat, weiß, dass Haufen Universitäten einen sogenannten CETA-Mirror, das ist also ein großer Server, der diese Software vor sich hält, aushalten. Und ich glaube, die Universitäten sind mehr in der Lage, diese Infrastruktur selbst zu erledigen. Jetzt, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich gesagt haben wollte, auch schon gesagt. Können wir nochmal über OER sprechen? Jetzt sind Sie gerade nochmal da, Herr Bernhard, danke, dass Sie hier die Kultur angezogen haben, hier den Gegenpart zu übernehmen, wo wir jetzt nicht da sind. Also doch noch eine kleine Diskussion hatten.
Aber ich muss jetzt nicht nochmal detonieren, oder? Nee. Aber Sie können aus dem Bauch. Nee, das, was ich vorhin zu dem, was ich gehört habe, gesagt habe, habe ich ja gesagt. Insofern können wir nachher gegebenenfalls, wenn da noch was ist, gerne nochmal drüber sprechen. Also ich glaube, wir haben jetzt 5 Uhr, schließen jetzt dann auch eigentlich ab, weil es noch hinterher Presse ansteht. Wie man sieht, für den Bereich Schule, Bildung, Forschung interessiert sich leider wenig Presse. Es ist einfach so, es gibt in diesem ganzen Urheberrechtsbereich eigentliche sexy Medien-Themen. Das ist Musik, das ist Film und es sind die Autoren noch begrenzt und alles andere geht leider mal ein bisschen unter. Aber demgegenüber muss man sagen, was sehr schön war in dieser Runde, die war unglaublich konstruktiv, ruhig und es war ein wirklicher Dialog, das was wir wollten, was bei den anderen Tischen ja nicht immer unbedingt der Fall ist. Und so gesehen freue ich mich darüber sehr, wenn ihr jetzt noch gerne über Open Educational Resources weiterreden könnt. Ansonsten. Aber wenn, weil wir sind ja auch daran interessiert, dass das Problem oder dieser Markt so ein bisschen rüberkommt, auch was Ihre Überlegungen angeht. Wenn ich vielleicht abschließend noch einmal ganz kurz sagen darf, Herr Werde, das vorhin angesprochen, dass man sich einfach bei den Überlegungen, die man in dem Bereich anstellt, nochmal bewusst wird, dass es wirklich keinen nationalen Bildungsmarkt in Deutschland gibt. Und dass, wenn ein Verlag ein Englischbuch herstellt, der nicht, wie viele Schüler haben wir in Deutschland? 12 Millionen. Der dieses Englischbuch nicht für 12 Millionen Schüler herstellt, sondern er macht ein Buch für das Land Berlin, das einen eigenen Lehrplan hat, dort für, sagen wir mal, die 8. Klasse und auch nicht die 8. Klasse an Gymnasien, Realschulen, beziehungsweise jetzt, wie heißen sie jetzt? Integrierte Sekundarschulen. Grundschulen etc. Nein, er macht es dann für die 8. Klasse am Gymnasium und dann auch noch dort für die, die es als erste Fremdsprache haben, nicht für die, die es als zweite Fremdsprache haben. Und dieser Markt, für den dieses Werk in den hergestellt wird, ist sehr, sehr klein. Das verliert man manchmal so ein bisschen aus dem Blick. Und das führt halt bei den Verlagen dazu, dass die Kosten für solche Werke relativ hoch sind und der Absatzmarkt von vornherein sehr, sehr klein. Und wenn man jetzt sagt, dass diese Werke einfach ohne irgendwelche Einschränkungen kopiert werden dürfen, dann hat man einfach ein Riesenproblem bei der Herstellung dieser Werke. Und das ist einfach eine Sache, das ist unser Anliegen, dass Sie bei den Überlegungen, die Sie in dem Bereich anstellen, das einfach so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Es ist halt nicht so, dass ein Roman hergestellt wird, für den ich in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich und der Schweiz zusammen, also deutschsprachig, dann 120 Millionen Abnehmer habe, sondern der Abnehmerkreis ist von vornherein halt sehr beschränkt, für den dieses Werk produziert wird. Zu dem Punkt ganz kurz nochmal, da würde ich gerne nochmal einhaken, dass an dem Punkt die Verlage sich ja auch gerne mit einbringen können, über Lösungen nachzudenken. Ich finde es immer schade, dass es dann eben, genau, das fand ich sehr gut an dem Tisch heute auch und das fände ich eben schön, wenn man da noch mehr den Dialog auch weiterspinnen würde. Was man vielleicht noch einbringen sollte, was nämlich auch mehrmals schon in unserer Mailingliste gefragt wurde, ist, was schon ein Problem im deutschen Lernmedienbereich ist, die Konzentration von Macht bei 3 Schulbuchverlagen, die letztendlich den größten Teil darstellen, ist Cornelsen, das ist Klett und wer ist der dritte? Aber jetzt lassen wir doch, jetzt waren wir gerade so positiv zum Schluss. Ich muss eine Kritikstelle anbringen, die einfach in der Mailingliste mehrmals wo natürlich schon die Frage ist, woher kommt es, dass diese Konzentration so stark Das ist schon eine historische Entwicklung, die halt eben wie alle historischen Entwicklungen durch Zufälle, durch Besonderheiten hervorgerufen sind, die nicht von vornherein geplant worden sind. Manche Verlage haben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges überhaupt als Verlag, also heute große Verlage haben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Verlag gar keine Rolle gespielt. Wir der Druckerei, das war alles. Wir haben ein Buch gemacht. Wir haben heute ein sehr breites Angebot. Das sind halt eben historische Entwicklungen, die gegeben haben, Hirschrahmenverlag zum Beispiel, der es nicht mehr gibt, der ist 46 als erster lizenziert worden und hat dann sukzessive angefangen, für verschiedene Regionen halt eben Lernmittel zu machen. Andere,
später lizenziert worden, dann kamen die ersten Käufe dazu, dann kamen die zweiten Käufe und so weiter. Das ist ja auch extrem schwierig ist, einen Markt herzustellen, beziehungsweise der natürlich eigentlich nicht existiert, weil die erste Kopie immer extrem teuer ist und das Original. Und die weitere Kopie, also das reine Inhalt, das reine Contents, quasi nichts kostet, bis auf die Verwertung, bis auf die Publikation. Und das ist halt, wer das weiß, wer das kennt, das bedeutet halt, dass es ein unendliches Angebot gibt und die Nachfrage nur so far ist. Das heißt eigentlich nach Marktmechanismen, wenn man jetzt Publikation, Verwertung, Vertrieb und so draufsetzt, kann sie 0 Euro kosten. Und kann aber trotzdem halt sowas brauchen wie Fachbuchverlage und so. Deswegen hat sich das so etabliert. Deswegen muss es auch immer weniger Verlage geben. Also, das sind auch dann zum Teil familiäre Überlegungen, das macht alles Familienbetrieben. Und dann wird der Sohn die Tochter nicht mehr davor und dann steht der Vater 70-jährig und der Frage, was soll ich mit dem Unternehmen? Wobei jetzt, weil Sie gerade Macht sagten, man das auch nicht irgendwie falsch bewerten darf. Es ist ja praktisch so, die drei Großen, die bringen alle ein Englischwerk raus zum Beispiel. Und es gibt aber mindestens 5 kleine, die auch ein Englischwerk rausbringen. Und entscheiden, und das geht ja auch so ein bisschen aus dem Papier vor, entscheiden, welches Werk angeschafft wird an einer Schule, tut in der Regel eine Fachkonferenz. Und in dieser Fachkonferenz liegen dann 8 Englischwerke vor. Das ist mir zum Testen. In dieser Fachkonferenz ist jeder dieser Werke und jeder dieser Verlage und jedes Werk hat im Endeffekt die gleiche Chance. Ja. Da bin ich nicht irgendwie besser dran, weil mein Verlag größer ist, sondern praktisch entscheidet sich in einer Konferenz aus Lehrern darüber, welches Werk an dieser konkreten Schule angeschafft wird. Da kann ich auch mit Macht nichts machen oder mit Größe nichts machen. Ja, das ist die Frage, warum man denn mit Eltern zum Beispiel nicht machen kann. Doch, die sind, habe ich doch vorhin gesagt, die sind rechtlich und faktisch, sie sind von vornherein bis runter auf Klassenebene eingebunden in die Prozesse der Schulbuchentscheidung. Und wenn Sie sich den niedersächsischen Erlass mal durchgucken, der ist so ganz plakativ, da wird genau beschrieben, bevor das Fachkonferenz fragt, müssen 3 Wochen vorher die Eltern die verschiedenen Bücher zugestellt bekommen, damit sie vergleichen können und 3 Wochen Zeit haben, um sich eine Meinung zu bilden und die anschließend der Fachkonferenz zu artikulieren. Also da gibt es wirklich, also das habe ich vorhin versucht, ja in meiner Kritik an diesem White Paper deutlich zu machen. Das stimmt nicht, was da drin steht, sondern sie haben vor allen Dingen in den Ländern, in denen sie einen Elternkauf haben, und davon haben wir heute noch einige, wenige, haben sie eine ganz explizite Beteiligung der Eltern an den Entscheidungen. Das ist Rheinland-Pfalz zum Beispiel, Niedersachsen zum Beispiel, Saarland, kann auch sein. Macht hat in unserem Markt der Kunden. Der entscheidet darüber, ob das Werk so ein Erfolg wird oder nicht. Also man muss mal kurz einhaken, das ist mal völlig richtig, was Sie sagen, es ist aber schon so, dass eine gewisse Gewohnheitshaltung diese Buchentscheidung bestimmt, und zwar maßgeblich. Und dass diese Gewohnheitshaltung und das Vertrauen in bestimmte Verlage, denn auch wenn Sie da ein Review-Verfahren haben oder ein Entscheidungsverfahren, wo Leute vorher das Produkt kriegen, das Vertrauen in diese Verlage auch dadurch bestimmt wird, dass man eben auf Messen, auf Jugendveranstaltungen, dass man da halt Unterricht oder Materialien oder Banner, Sponsoren von großen Verlagen hat, die man wiedererkennt und weiß, aha, von Nielsen hatte ich schon in der Schule. Ist ja auch bei der Veranstaltung gewesen. Also das ist nicht eine Sache, die jetzt irgendwie, das ist ja ein valides Interesse eines jeden Verlages, genau die Werbung zu machen, aber es führt auch dazu, dass es bei der Buchentscheidung immer Gewohnheitsentscheidung gibt. Dass der weniger bekannte, kleinere Verlage ist in der Brandenburg, dann wird es auch eben der Unterfirma, wo der kleine Verlag ein selbstgemachtes Schulbuch erstellt haben, was dann auch offen zu zur Verfügung stand, aber den Vertrieb zu machen, zu bezahlen, der als Buch in die Schulen kommt, also spielt die Klasse, das dann einfach nicht angenommen wurde und auch gar nicht richtig angeguckt wurde, obwohl es das Projekt von den Kindern war, weil es eben nicht vorlesen ist. Ne? Und,
Entschuldigung, aber das mag im Einzelfall vielleicht wirklich der Fall sein, aber das alles Entscheidende ist, das vorhin versucht auch darzustellen, das Entscheidende in unserem Bereich ist das, ob wir, ob unsere Verlage mit ihren Produkten tatsächlich das Interesse einer größeren Zahl von Kunden, von Lehrkräften finden. Sie können gehen. Sie können kein Buch geben, das Interesse von Lehrkräften macht. Das wird ja auch zum Teil immer wieder von der Politik unter dem Gesichtspunkt angegangen, dass die Politik sagt, wir haben ein bestimmtes Konzept, das wollen wir noch schon durchsetzen. Und die Medien sollen dazu beitragen, dieses Konzept umzusetzen in den Schulen, weil wir wissen, unsere Lehrkräfte machen es nicht von sich aus. Da sagen wir sind nicht die Transporteure, wir sind nicht die Umerzieher, die Re-Educators der Lehrkräfte, sondern wir müssen die Lehrkräfte da abholen, wo sie sind, da wo sie ihre Interessen haben. Und wir können nicht gegen diese Interessen publizieren. Das ist der alles entscheidende Punkt dabei. Und wenn Verlage, wie es sicherlich der Fall geben würde, dass ich eine Lehrkraft und sage, wenn wir so die Jugend in den nächsten 10 Jahren, das mag durchaus sein. Aber die Souveränität der Lehrer ist sehr groß bei der Entscheidung von das Einzelbeschlag. Und es ist nicht selten, dass die Lehrer gewechselt werden. Also das finde ich aber ein schöner Schlusssatz auch. Also man kann, aber man kann nichts gegen das Stress. Wenn man das erweitert auf die Lizenzierung. Ich würde noch einen anderen Schlusssatz machen. Ich würde zwei Schlusssekunden an. Ich würde diejenigen, die aktiv oder bestätigt sind, sehr gerne einladen wollen, als Schulbuchautor mitzuwirken an unseren Produkten. Egal, also Schulbuch setze ich jetzt stellvertretend für Bildungsmedien. Und falls Sie alle noch Interesse haben, mal im Leben von dem Verlag kennenzulernen, ist aber eine gute Frage. Super, sehr schön. Danke. Und wir würden gerne in Kontakt mit Ihnen bleiben, um zu sehen, wie Sie weiter denken, wie Sie weiter tippen und was Sie cool finden. Macht ihr das für die Runden so Newsletter oder sowas aufbauen? Es gibt natürlich das hinterher noch. Und ich meine, wir bleiben da sowieso in Kontakt, das ist ganz wichtig. Also uns ist gerade der Bildungsbereich ist für die Piraten generell ein ganz wichtiger Bereich, wo die auch eher bereit sind als andere, mehr Geld reinzustecken. Die Anke würde gerne auch noch einen letzten Satz sagen. Genau, die Anke macht es auch ganz kurz und also nochmal, das gibt so gerne Ratschläge. Ich verstehe das Problem mit den sehr stark zersplitterten Märkten und dass es besonders schwer ist, da irgendeine sinnvolle Marge einzufahren, wenn das immer so 8. Klasse vom Englisch, also je kleiner es wird, umso schwieriger wird es, umso höher ist der Wettbewerb. Verstehe ich. Ich möchte nochmal auf das Thema modulares Lernen zurückkommen. Ich glaube nämlich, wenn man das wegkommt von diesem Denken, 8. Klasse Englisch mit POM und zum Beispiel, der Englisch ist jetzt schwieriger, nehmen wir mal Geschichte, die Steinzeit, das soll jetzt kein Hint sein, Englisch, mir so eingefallen. Oder Frankreich, ja, das Land, die Kultur oder das alte Amerika, whatever. Dass man also modulare Inhalte hat, die man digital und analog vermarktet, aber natürlich beliebig auch zu einem Buch Geschichte Klasse 8 zusammenpacken kann, das widerspricht sich ja nicht. Aber dass man da noch viel mehr, als man das wahrscheinlich eh schon macht, da wird ja nicht alles neu geschrieben für den POM und für Bayern, da wird ja recycelt, aber dass man noch viel stärker guckt, wie man das modulare auch vermarkten kann als einzelne Module. Ich glaube, dann hat man für einzelne Wissensteile einen viel größeren Markt, der viel breiter ist, weil es dann nämlich egal ist, ob das mit POM oder Bayern ist. Oder Österreich oder die Schweiz oder wer immer. Ist das jetzt noch offen oder nicht? Ja, natürlich. Für sich sein Schlusswort. Ja, ja. Die Schlussworte, die dann jetzt aus. Nein, das ist eine gute Idee, das war, wie schon gesagt, dass meine Frage arbeiten muss, der so unsere Regionalausgaben hatten. Wir haben eine Stammausgabe für 2-3 Bundesländer, dann gucken wir nach, was können wir davon noch, was weiß ich, für Bekoko oder was weiß ich für Verwendung. Das wird ja genauso schon gemacht. Nur am Ende entsteht ein Konzept. Am Ende steht ein Konzept, das eben einmal wieder in der Konkurrenz zu anderen Konzepten steht und das vor einer sehr limitierten Schülerschaft steht. Die limitierte Schülerschaft sind aber 12 Millionen und die sind im Mechanismus 8. Klasse. Ja, aber das ist genau diese andere Linke. Beziehungsweise sogar der ganze Deutschland. 12 Millionen sind sich alle in der 1. Klasse. Ja, und Österreich und die Schweiz nicht. Rechtschreibung im Goethe-Institut. Die Schweiz hat 16 verschiedene Kantone. Was meinen Sie, wie es bei denen aussieht? Ja,
die lernen alle die Steinzeit und das Alter. Doch, aber die lernen das auch, aber in ganz bestimmten Zusammenhang. Weil die Rechtschreibungsmäßig mit dem Doppel-S. Achso, grundlegend an der Rechtschreibung. Mit Englisch ist das egal. Deswegen bin ich doch von der Ruhe, weil es zwei Wochen ja offen ist. Wenn das monolingual ist. Ich glaube, wir verlieren uns gerade so ein bisschen in den Seitengesprächen. Ah, ist doch wunderbar. Also wir können ja nur einen Teil herstellen. Einfach noch zum Abschluss, eben, du sagst es so schön, jetzt Socializing. Jeder kann sich nochmal einen Drink an der Bar holen. Und ansonsten danke ich allen ganz, ganz herzlich für diesen doch sehr konstruktiven Austausch, der hoffentlich bald weitergeht. Und schließe das somit. Alles Gute, vielen Dank. Wir sind raus. Wir sind spannend. Ton ist aus. Wir sind nicht.